Liebe Gäste, wieder mal ist Länderspielpause und wieder mal darf ich euch zu diesem Anlass hier im Sputnik zu einem seit 1908er Stammtisch begrüßen. Freut mich riesig, dass so viele Leute gekommen sind. Und gleich zu Beginn, wir brechen heute erstmals und ich hoffe einmalig mit einer Tradition. Normalerweise darf immer der Eissi, der Christian Zeintl, die Leute begrüßen. Der sitzt aber auf Null und er ist brutal nervös. Der hat nämlich morgen Geburtstermin, also nicht er, sondern seine Jenny. Und deswegen hat er gemeint, er möchte heute lieber nichts sagen. Macht nichts, der redet aber so lange, haben wir mehr Zeit für unsere beiden Gäste. Und die zwei Spieler aus dem aktuellen Kader, die wir heute da bei uns haben, die haben sehr, sehr viel gemeinsam. Beide sind in ihren Karrieren Meister geworden und beide sind auch abgestiegen. Beide haben auf verschiedenen Kontinenten ihre Fußballschuhe geschnürt. Beide blicken auf erfolgreiche Karrieren mit ihren jeweiligen Nationalteams zurück und waren bei Großereignissen dabei. Beide sind, wie soll man sagen, nicht gerade als Torjäger verschrien, sondern eher als exzellente Defensivkräfte. Und beide, ob es das glaubt oder nicht, haben nie ein Pflichtspiel gegen den LASK bestritten. Das war es aber dann auch schon mit Gemeinsamkeiten, denn es gibt auch sehr, sehr große Unterschiede zwischen unseren beiden Gästen und die offenbaren sich auf Google. Und zwar nicht auf dieser Internet-Suchmaschine, nicht in dieser Mehrzweck-Arena da in Linz mit diesem herben Ostblock-Charme, sondern auf der Suchmaschine. Zuerst bitten wir einen Mann zu uns, der in seinen ersten 10 Jahren als Fußballprofi absolut skandalfrei unterwegs war. Keine rüden Tacklings, keine Eskapaden, da ist wirklich ausschließlich von seinen fußballerischen Qualitäten die Rede. Und was mich persönlich am meisten verwundert, es gibt sicher tausende Fotos online und ganz egal welches Bild, ob das jetzt der gestellte ist auf irgendeinem Sponsorentermin oder ob es ein Matchfoto ist, der Kerl schaut wirklich, und das muss ich neidlos anerkennen, auf jedem Foto wirklich gut aus. Aus dem Grund ist er mit Sicherheit auch der Traum aller Schwiegermütter und er könnte sofort beginnen als Model für Surfwear oder irgend sowas in dieser Art. Bitte begrüßt mit einem kräftigen Applaus unsere Nummer 23, James Holland. Bei unserem zweiten Gast, wie soll man sagen, da schaut diese Sache doch etwas anders aus. Natürlich findet man auch sehr, sehr viele Lobeshymnen auf ihn, was seine fußballerischen Qualitäten angeht, und er ist vor allem ein beinharter Verteidiger. Aber es gibt auch diese anderen Meldungen, die Meldungen über zum Beispiel eine Fußballniederlage gegen Hermann Mayer, über schwer verletzte Gegenspieler, über 24 Wochen Sperre, über angebliche Spuckattacken und über eine Entlassung wegen übertriebener Ehrlichkeit. Dazu gibt es natürlich jede Menge Fotos und Videos, unzählige Bilder mit Masken, mit Kopfverband oder sogar mit Turbans. Auf einem Foto läuft er völlig blutverschmiert dem englischen Starschiedsrichter Howard Webb entgegen und wird nur mühsam von seinen Betreuern zurückgehalten. Und mein Lieblingsfoto, das ist entstanden zu den Boxing Days 2008. Da erklärt er in der Middlesbrough-Dress einem gewissen Ronaldo von Manchester United, aber wirklich so, also Auge in Auge, wer da der Chef auf dem Platz ist. Trotzdem sprachen alle Trainer nur in den höchsten Tönen von ihm. Steve McLaren hat gesagt, dieser Mann gibt nie weniger als 300%. Und genau deshalb war er wahrscheinlich auch stets ein absoluter Fanliebling. In Middlesbrough, da steht er sogar mindestens 2 Stufen über Chuck Norris. Denn dort haben sich wahre Legenden um ihn gebildet. Eine lautet zum Beispiel, er hat einmal einen Löwen 2 Wochen im Schwitzkasten gehalten. Und die andere Geschichte, das ist mir persönlich die liebste, dort erzählt man sich, dass dort, wo er ist, der Kalender am 31. März sofort auf den 2. Jänner springt. Denn über ihn macht man keine Witze. Niemand macht Witze über den Mad Dog. Herzlich willkommen, Emanuel Bogatetz. Es kommt noch jemand anders, aber nicht gewusst, dass du mich meinst. Da weiß ich es nicht. Das war ja nur die Spitze des Google-Eisbergs, die wir da jetzt so besprochen haben. Da komme ich auch gleich zu meiner ersten Frage. Deine Kids sind ja jetzt schon im Google-fähigen Alter. Mhm. Und da stellt sich automatisch die Frage, wie erkläre ich es den Kindern? Solche Fotos und solche Geschichten. Ja, ich sage, man muss immer Beruf mit Arbeit ein bisschen Arbeit vom Privatleben ein bisschen trennen und so, und sicher bin ich am Spielfeld vielleicht manchmal eine andere Person, als ich vielleicht privat bin, aber privat bin ich eigentlich ganz umgänglich, habe ich nicht so viele Probleme noch gehabt, aber am Spielfeld natürlich ab und zu, vor allem in jüngeren Jahren, bin ich
paar Mal über die Stränge geschlagen, aber ich denke, ich hätte nicht so eine Karriere gemacht, wie ich sie gemacht habe, wenn ich nicht halt ab und zu viel Einsatz gezeigt hätte, weil in vielen anderen Situationen hat es mir dann auch weitergeholfen. Ja, aber ich stelle mir trotzdem vor, dass deine Kinder davon ungemein profitieren, weil wenn jetzt ein normaler Sohn, sage ich, in der Schule ein bisschen verarscht wird, dann sagt er, mein Papa ist Polizist oder der ist Feuerwehrmann oder Chef von einer Sanierungsfirma. Das beeindruckt die anderen jetzt nicht. Wenn deiner googelt und dir das Bild vierer holt, wie du den Hornbein tragen willst, ich glaube, ja, der hat immer sehr wohl. Ja, man muss mal schauen. Ich sage, das ist vielleicht besser als für den einen oder anderen, da hast du schon recht, aber ich denke, was ich halt einfach vermitteln will, ist, dass halt, wenn man halt hart arbeitet und einsetzt, so wie ich das gemacht habe, ich sage in der Jugend auch, ich war halt nie das größte Talent. Talent habe ich schon gehabt, aber es gab viele, die hatten mehr Talent als ich. Aber ich habe halt immer härter gearbeitet oder mehr Einsatz gezeigt. Und ich denke, das ist was ich vermitteln will. Sicher, es sind dann die extremen Sachen, die dann hängen bleiben und die dann auch in die Zeitung kommen und über die wir dann auch, auf die man dann öfters angesprochen wird. Aber ich denke, was einfach darunter liegt, was der Grundstein ist, ist einfach harte Arbeit und an sich glauben und einfach mehr Einsatz zu zeigen als andere. Und das ist vielleicht etwas, was ich dann vermitteln will, was einfach die Basis von dem Ganzen war. Ich will jetzt da gar nicht mehr länger drauf rumreiten. Ob jetzt wären wir seriös, das war einfach nur ein netter Einstieg gedacht. Ja. Ich sage es ganz ehrlich. Ja. Schauen wir zurück kurz auf eure Karrieren. Ihr habt ja beide sehr, sehr früh und sehr erfolgreich gleich begonnen im Profigeschäft. James, du warst vor deiner Profilaufbahn am New South Wales Institute of Sports und danach am Australian Institute of Sports. Genau. Das sind jetzt keine klassischen Vereine. Wie kann man sich da die Ausbildung bei dir in Australien vorstellen? Ja, es ist ein bisschen anders in Australien. Wir haben keinen guten Jugend, wie sagst du? Arbeit. Jugendarbeit. Ja, also wir haben diese AIS, Australian Institute of Sport, und das ist so das beste Sportler von ganz Australia. Gehen dort hin, es ist für die Olympisch. Sie denken an die Olympischen Spieler in der Zukunft und so. Für mich, es war einiges, ich bin da gegangen mit der U20 oder U17 Nationalmannschaft, und ja, das war für mich das erste, ja, Profi-Jahr für mich, dass ich richtig gelernt, was ich muss machen als Profi. Aber vorher, es war, ja, ich habe kein, in Australien ist es nicht einfach mit das in der Jugend. Aber du warst dann sofort sehr, sehr erfolgreich, und zwar bei den Newcastle United Jets. Da hast du gleich einen tollen Karrierestart hingelegt. Ja, ich bin ein bisschen so wie Pogge. Ich war nicht der größte Talent, aber ich habe sehr hart gearbeitet, und ich habe Glück in dieser Zeit, dass die Trainer von Newcastle Jets hat mich erkannt und er hat das gesehen und mir eine Möglichkeit gegeben, und ja, ich habe in dieser Zeit die Chance genutzt, und zum Glück, ich war in einer sehr guten Mannschaft, ein bisschen so wie der LASK momentan, wir hatten eine sehr gute Stimmung und wir waren eine sehr enge Mannschaft, und wegen das haben wir die Meisterschaft gewonnen. Und du hast im ersten Spiel auch gleich getroffen. Ja, ich habe das ein paar Mal gehabt in meiner Karriere, aber bei LASK in Österreich noch nicht. Aber ja. Es kommt vielleicht. 109, ja, nächstes Spiel wäre ganz gut, das wäre dann das 120. Da würde es schön passen, glaube ich. Ja, für mich ist es nur wichtig, dass die Mannschaft gewinnt. Vogel, du bist 2000 auch aus dem Sturm Nachwuchs in deine Profilaufbahn gestartet, mit 17 beim FC Kärnten unterschrieben in der zweiten Liga, und auch das war ein sensationelles Jahr, mit dem eigentlich kaum jemand rechnen konnte, oder? Ja, es war, also bei Sturm habe ich eigentlich alle Jugendmannschaften durchgemacht, weil es war ein bisschen mein Heimatverein gewesen, und dann war es aber sehr schwierig für mich, weil Sturm gerade in der Champions League Zeit war, und ich habe zwar bei den Profis mittrainieren dürfen, aber ich habe halt kein Licht gesehen, da wirklich Stammspieler werden zu können oder auf Einsätze kommen zu können, und deswegen hat Walter Schachner, war Trainer bei FC Kärnten, der kannte mich als Steirer und hat gefragt, ob ich nicht nach Kärnten kommen will, in die zweite Liga, Spielpraxis, und es war dann eigentlich eine sehr schwierige Entscheidung für mich, ob ich halt bei Sturm bleibe, was sicher jetzt mehr Prestige gewesen wäre, aber damit meinen Eltern gemeinsam entschieden, dass halt für einen jungen Spieler am besten ist, Spielpraxis zu haben, und ja, es war dann wirklich ein Glücksfall, weil wir dann eigentlich direkt den Aufstieg geschafft haben in die Bundesliga, mit dem hat eigentlich niemand gerechnet. Wir haben auch den Pokal gewonnen in dem Jahr gegen Tirol im Finale, die eigentlich sehr gut waren. Und ja, es hätte nicht besser laufen können. Ich habe den Sprung ins 21-Team damals geschafft. Und ja, dadurch, dass es halt so eine gute Saison war, wurden dann auch einige Vereine auf mich aufmerksam.
Aber im Lauf dieser Saison, Entschuldigung, wenn ich unterbrich, hast du ja sogar die einmalige Chance gehabt auf ein Duell gegen den LASK, damals im Achtelfinale vom Cup. Okay, da war ich wahrscheinlich gesperrt. Nichts dabei, wird man fragen. Okay, das wär wahrscheinlich jetzt naheliegend. Ja, verletzt war ich nicht, also wird es wahrscheinlich das andere gewesen sein. Es ist nur, auf Transfermarkt steht nur nicht im Kader. Ja, nein, ich denke mal. Einigen wir uns auf Sperre. Ja, also mit 17 habe ich noch nicht so disziplinäre Probleme gehabt, da wird es wahrscheinlich Sperre gewesen sein. Und deswegen hat sich dann das Duell leider nicht ergeben. James, für dich ist es dann 2009 mit dem Meistertitel im Gepäck nach Holland gegangen, zu Alkmaar. War es dort eigentlich geplant, dass du in die erste Mannschaft kommst, oder war das von Haus aus irgendwie für dich diese 3 Jahre als weitere Entwicklung, als weitere Lernphase geplant? Nein, es war geplant, dass ich in der ersten Mannschaft gekommen bin. Aber nur, ich glaube, für die ersten 6 Monate, ich habe mich mit der zweiten Mannschaft trainiert. Aber es war eine schwierige Zeit für mich. Es war mein erster Step nach Ausland, erste Zeit nach Europa. Und in dieser Zeit Alkmaar hat eine unglaubliche Mannschaft. Louis van Gaal war unser Trainer und die Mannschaft hat nur internationale Spieler drin. Es war... Diese 3 Jahre war sehr wichtig in meiner Karriere, aber auch sehr schwierig für mich. Es war echt eine schwierige Zeit. Und hast du dann auch Glück gehabt, dort in Holland mit einer Leihe in die zweite Liga, dort warst du ja Stammkraft. Ja, das war gut, aber nachher, ich bin zurückgegangen nach AZ und immer noch meine Chance nicht bekommen. Ich hatte Glück in dieser Zeit, dass ich hat Joey Dudulica erkannt, weil er mit mir gespielt und wegen das hat mich geholfen, er hat diese Beziehung mit Austria Wien, okay, und er hat das gemacht für mich. Und wie war es generell für dich als 19-Jährigen, weil man kann ja leicht als 19-Jähriger Österreicher nach Deutschland gehen oder in die Schweiz, aber ganz aufs andere Ende der Welt zu übersiedeln, stelle ich mir schwierig vor. Wie war das für dich? Ja, am Anfang, ja, als ein Fußballer, vielleicht Pogacar kann das auch sagen, du denkst nicht nach. Am Anfang, es war einfach mein Traum, wenn du aus Australien kommst, du willst nach Europa, das ist so... Aber er ist ja nur von Graz nach Klagenfurt übersiedelt. Also, ja. Aber du über die Park, das war schon gefährlich. Also. Ich glaube, wenn man dann seine erste eigene Wohnung hat und so, ist es egal, wo man ist. Ja. Aber du denkst nicht nach, du gehst einfach, weil du hast immer gearbeitet für das. Mhm. Aber nach den ersten paar Monaten, ich habe gemerkt, dass okay, das ist nicht so einfach. Und es war schwierig, ich war weg von meiner Familie und Freunden. Aber ja, das ist der Hard Life of Football. Vogel, bei dir war die zweite Karrierestation auch nicht ganz so einfach. Du bist nach diesem erfolgreichen Jahr in Kärnten zu Bayer Leverkusen gewechselt, aber dort auch nicht wirklich in der ersten Mannschaft gewesen. Ich glaube, nur einen kurzen Auftritt im Liga-Cup. Aber du hattest mehr Glück mit diversen Leihgeschäften in diesen 3,5 Jahren. Ja, es war dann so, dass Leverkusen halt mich verpflichtet hat, was halt damals schon eine namhafte Adresse auch war. Und ich habe einfach, es war trotzdem sehr wichtig für mich, auch wenn ich dann dort die meiste Zeit in der zweiten Mannschaft gespielt habe, was damals Regionalliga war, war aber immer bei den Profis dabei, habe die ganze Woche mit den Profis trainiert und wir hatten halt wirklich Superstars wie Lucio oder Se Roberto oder Ulf Kirsten, weiß nicht wie viele, und da habe ich wirklich sehr viel gelernt, auch was heißt Profi zu sein, aber es war einfach damals für mich noch eine Nummer zu groß, dass ich da wirklich Stammspieler werden zum Verein, und es war auch schwierig für mich in der zweiten Mannschaft zu spielen, weil ich halt bei FC Kärnten doch schon in einer Profimannschaft war, und wenn du dann halt zum Verein kommst und spielst dann wieder in der zweiten Mannschaft, dann ist es einfach für den Kopf sehr schwer, weil einfach du andere Aufmerksamkeit gewohnt bist, wenn du halt für Profi spielst, für die erste Mannschaft, dann wird einfach was anderes verlangt wie für die zweite Mannschaft, da ist das nicht so wichtig, gewinnt man mal ein Spiel, verliert man, das hat man einfach dann nicht so viel gegeben, und deswegen sind wir dann zum Entschluss gekommen, dass halt besser ist, mich zu verleihen, und das war dann auch wieder wichtig, weil das erste Jahr, das wir verliehen haben, war in die Schweiz, zum FC Aarau, also ich kannte den Verein nicht, das ging eigentlich so über Leverkusen, die hatten da Kontakte, und es war sehr schwierig, weil es war kompletter Kontrast zu Leverkusen, wo wir wirklich die besten Bedingungen hatten. Bei Aarau bin ich hingekommen, es war die finanzielle Situation dort unklar, der Verein ist kurz vor Konkurs gestanden, wir haben ein Stadion, Trainingsplatz, das war alles eins, wir haben einen Betreuer gehabt, einen Trainer, und ich musste mir dort halt durchbeißen, und das war halt eine sehr wertvolle Erfahrung für mich,
dass ich halt einfach gelernt habe, mich dann auch in solche Bedingungen halt zu behaupten, und da konnte ich auch sehr viel für die Weiterkehre mitnehmen. Von der Schweiz ging es kurz zurück nach Leverkusen und dann gleich wieder weg, wieder zurück eigentlich in die Heimat. Genau, das dann nach dem ersten Jahr Aarau war dann so, dass habe ich ganz ordentlich gespürt, und dann war es so, dass GRK halt aufmerksam wurde. Wieder ein gewisser Herr Schachner. Ja, Schachner war Trainer, und da haben wir gedacht, ja, das hat halt schon einmal gut geklappt. Und ich mache das, auch wenn es natürlich ein bisschen schwierig war, weil natürlich Sturm war halt meine Jugendmannschaft, und aber das ist halt dann im Profigeschäft so, man muss dann halt schauen, dass man die bestmögliche Option wählt, dass man halt Karriere macht. Und da bin ich dann halt dann zum GRK, und es hat dann wieder super geklappt. Wir sind dann direkt Meister geworden und Cupsieger und haben auch international gute Auftritte gehabt. Und das war dann eigentlich so die Zeit, in der dann mein Durchbruch war. Und ich glaube, du hast in einem Derby gegen Sturm sogar getroffen. Ja, habe ich sogar Tor gemacht. Und ja, wir waren zu der Zeit halt schon besser als Sturm, weil Sturm hat halt auch finanzielle Probleme gehabt und da war unglaublich, es weitergeht im Verein. Ja, da haben wir halt die bessere Mannschaft gehabt, aber dann muss man sich nicht jetzt unbedingt auf was einbilden, wir waren jetzt nicht Underdog. Und ja, wie gesagt, das war halt sehr wertvoll für mich, weil wir auch international halt gut gespielt haben. Ich habe halt in der Internationalmannschaft, da bin ich dann Stammspieler geworden, und das hat mir eigentlich dann den Weg geebnet, dass ich dann halt die nächste Zeit dann im Ausland Fuß fassen konnte. Die nächste Auslandsstation war wieder eine Leihe, und das war gleich ein richtiges Abenteuer, nehme ich an. Ja, das war ein großes Abenteuer. Also ich bin nach zu Spartak Moskau gewechselt, was natürlich schon eine Riesenadresse ist im osteuropäischen Raum, und das war eine super Chance für mich. Ich hätte mir eigentlich vorstellen können, noch länger dort zu bleiben. Es war am Anfang nicht so ganz klar. Es war dann wirklich ein Abenteuer. Also der Transfer ist dann am letzten Tag des Transferfensters zustande gekommen. Ich musste aber noch nach Moskau, kein Visum gehabt. Das heißt, ich musste dann, es war so Schneetreiben, ich musste mit dem Auto nach Prag fahren. Da hat mir dann irgendeiner abgeredet, den habe ich nicht gekannt. Die haben mich dann mit einem Privatflieger nach Moskau geflogen. Dort hat mir dann irgend so eine, wie so eine russische, keine Ahnung, Frau, die hat ausgestattet wie aus dem Fernsehen, Geheimdienst, hat mich abgeholt und so, hat mich da eingeschleust. Ich habe kein Visum gehabt, ich habe keine Untertassen dabei gehabt, nichts. Ich habe denen dann versucht zu klären, dass ich ein paar Untertassen brauche, die haben das nicht verstanden. Der ist überall stehen geblieben im Supermarkt, ich so, nein, Untertassen. Und will Quant brauche ich, und das war, da war ich schon so wie einen Tag unterwegs eigentlich, und ja, da habe ich noch unterschrieben, habe überhaupt nicht gewusst, was da bei einem unterschrieben hat. Und ja, dann war halt unglaublich, es war halt eine riesen Erfahrung, weil also ich war dann schon K.O. und der hat so gesagt, ja, wir gehen dann jetzt noch zur Vorstellung. Zuerst genau, ich komme an, schon unterwegs, habe ich noch einen medizinischen Check und so machen müssen, es war halt auch alles anstrengend, aber okay, man war aufgeregt, jung, dann geht das noch. Und dann halt zur Vorstellung, und das war halt so unglaublich, weil das war in so einem Hotel, alles so Gold und was sehe ich da, und wir gehen so, und da ist so der Boden, und das war so Glasboden, und unterhalb sind so echte Pinguine herumgelaufen, weißt du? Ich so, wo bin ich da jetzt, weißt du, das war halt Wahnsinn, so richtig russisch übertrieben. Und dann muss ich sagen, der Verein war halt top, war wirklich top, wir haben super Bedingungen gehabt, aber es war halt sehr anstrengend, weil so die Auswärtsspiele, wenn man da gefliegt, haben wir auch gespielt, Vladivostok, da bist du schon fast in Japan, und da, es war unglaublich, da haben so einen eigenen Flieger gehabt, und das hat man als Salat, aber wir sind mit der zweiten Mannschaft geflogen, die haben am gleichen Tag noch gespielt, und wir haben aber so zwei Reihen gehabt zum Sitzen, und die haben die vorne einen Sitz umgelegt, wir haben so die Füße ausgestreckt, und daneben ist die zweite Mannschaft, die sind alle so gesessen, die haben aber am gleichen Tag noch gespielt, und das war eine unglaubliche Erfahrung, und der Präsident war halt auch so richtig russisch, der hat dann in der Halbzeit oft herumgeschrien und so, und der Trainer so da gesessen, aber ich habe eh nichts verstanden, also das war mir eh wurscht. Ich glaube, man kennt es am Ton ein bisschen, in welche Richtung das ist, geht. Ja, oder? Und dann, die haben auch so Videoanalysen haben wir gemacht, und ich habe auch gar nicht gewusst, wie man gegen die Weißen oder gegen die Roten. Da hast du einmal gesehen, dass es das eigentlich nicht so wichtig ist, wenn man da manchmal die Sachen nicht versteht. Und es war halt eine Riesenerfahrung für mich. Zum Wenger Markus darfst du das bitte nie Nein. sagen, dass die Analyse nicht so wichtig Nein, ist. Nein, darf ich nicht. Ich darf mir nicht sagen. Und dann war ich halt so ein halbes Jahr dort und habe dann aber die Chance gekriegt, nach England zu wechseln, was immer mein Traum war. Ja, da hat es ja vorher noch diesen Schnitt gegeben, genau im letzten Spiel, dieser Zusammenstoß. Ja, ich war selber schuld wieder, weil es war so, dass
es war schon klar, dass ich nach England gehe und die Russen wollten, dass ich dort bleibe. Es gab ein Problem mit meinem Vertrag. Der Russe hat gedacht, es war so, dass als wir den Vertrag festgelegt haben, wurde nur die letzte Seite an alle Parteien gesendet zum Unterschreiben, weil es war letzter Tag vom Transferfenster, es war wenig Zeit. Und der Russe hat aber auf seinen Vertrag die Option durchgestrichen und hat da an das Datum eingeschrieben. Der hat das aber niemandem geschickt. So. Und am Ende wollten die Russen, dass ich dort bleibe. Und Leverkusen war der Verein, von dem ich verliehen war. Und Middlesbrough wollte mich kaufen. Und der Russe hat aber gedacht, er hat auf mich rechtzeitig die Option gezogen. Und ich bleibe jetzt in Russland. Ich wollte aber nicht bleiben, ich wollte nach England. Und die anderen haben aber gesagt, na, die Option gilt nicht und so. Und das war dann eine Streitfrage geworden. Und deswegen waren die sauer. Und dann war es halt klar, ich gehe weg. Und es war aber das letzte Spiel, was ich noch dort war. Und ja, ich habe halt trotzdem halt in dem Spiel mir reingehaut. Weil so war ich immer. Bis ich hätte sagen können, ich mache, ich spiele nicht mehr oder nein. Mhm. Und wir spielen halt. Und dann kommt so ein, ich habe halt, da war ich noch ein bisschen jünger und schneller. Dann kommt so ein Wechselball und ich habe halt links außen gespielt. Und der Ball kommt halt über mich so drüber und ich schaue nur am Ball. Und der Spieler nimmt den Ball nach innen mit. Und ich schaue an den Spieler und ich will halt so bremsen und steige immer genau am Fuß. Und der Fuß halt krackt, nicht? Das war jetzt kein böswilliges Foul oder so. Aber Riesenprobleme im Anschluss. Sicher, der Spieler hat sich halt schwer verletzt, war dann natürlich eine rote Karte. Und ich bin dann in der Nacht halt noch aus Russland nach Österreich geflogen, das war ja so geplant. Und ja, haben mich auf meinen Wechsel nach England vorbereitet und kriege dann halt so ein paar Tage später einen Anruf, dass ich halt 6 Monate gesperrt worden bin für das Foul. Und das hat halt damit zu tun, dass in Russland läuft das alles ein bisschen anders. Und der Verein hat mir halt noch mehr oder weniger dann mitgegeben, dass ich halt nicht dort bleiben wollte. Und ja, es waren halt riesen Probleme für mich. Denn mein ganzer Wechsel war dann halt in Gefahr. Und ich bin dann halt nochmal nach Russland rübergeflogen, habe mich mit dem Spieler getroffen. Der war halt so also außerhalb von Moskau hat er gewohnt. Da bin ich dann so hingefahren mit einem Anwalt, der mich da vertreten hat in dem. Und haben mich mit denen seine Eltern getroffen, da habe ich auch nicht gewusst, was die, mache ich da die Tür auf und was weiß ich. Der Wer weiß, was seine Brüder machen? Ja, das kann man nicht wissen und da habe ich schon ein bisschen Angst gehabt und so. Dann, mein Berater hat gesagt, er fliegt gar nicht mit. da muss ich mal zwischenfragen, war das damals schon Stars and Friends? Ja. Und ja, dann müssen wir reden mit einem. Nein, und das war halt schon, und dann habe ich das halt man hat das dann eh gesehen und der Spieler hat das auch gewusst, dass natürlich keine Absicht war. Ich habe das dann auch so gemacht, dass er seine Reha in Deutschland machen hat können, bei Leverkusen, und der hat dann auch gesagt, er legt für mich ein gutes Wort ein. Aber im Endeffekt ist das dann halt so darauf hinausgelaufen, dass ich halt einfach Geld zahlen habe müssen. Es war so, da war ein Komitee, die haben das entschieden. Dann haben sie gesagt, ja, wenn ich keinen Einspruch machen, geht in die nächste Distanz. Dann haben sie gehört, ja, die sind bereit, dass wir Geld zahlen. Dann haben sie gesagt, na, okay, wir machen es doch wieder. Bleibt in unserer Distanz. Und das war halt schon sehr, sehr russisch. Und im Endeffekt wurde die Sperre, dann reduziert auf 6 oder was nicht, weniger halt. Aber es war dann trotzdem für mich blöd, weil ich bin halt zu Middlesbrough gekommen und durfte halt kein Vorbereitungsspiel machen, kein offizielles. Und die haben sich halt alle gedacht, ja, das ist komisch, nicht? Was machen wir mit dem jetzt? Und war dann, glaube ich, das erste Saisonspiel noch gesperrt und ab dem zweiten Spiel war ich dann wieder einsatzbereit. Aber es war halt trotzdem eine sehr schwierige Phase halt. Also wer nach Russland fährt, hört sich warm an. Ja, ich glaube, dass es mittlerweile auch schon geändert hat. Als ich in Russland war, da gab es auch noch kein GPS und nichts. Ich bin auch rübergekommen und dann nach 2 Wochen habe ich gesagt, das geht nicht. Dann habe ich einen eigenen Fahrer gekriegt, der ist mit mir herumgefahren, hat mich immer abgeholt. Das war beim Weggehen natürlich super. Wir haben uns immer weggelassen, der hat gewartet und so. Habe alles mit mir mit heimgefahren. Aber ja, das war einmal lustig, weil ich habe immer gedankt und am nächsten Tag war der Tank wieder leer. Aber ich habe nie was gesagt, so, dass ich immer so schwarz Taxi gefahren oder so, ich habe nichts gesagt. Aber am letzten Tag habe ich angerufen, oder es war so die letzte Woche und wir haben so ein bisschen Englisch-Russisch geredet. Ja. Ein bisschen so haben wir uns verständigt und dann sage ich so, weißt du, nächste Woche, dann bin ich weg und so, ich komme nicht mehr, du brauchst mich nicht mehr fahren und das hat irgendwie verstanden und dann so ein paar Tage bevor ich weggehe, der kommt nicht, weißt du? Und ich bin so, ja, es gibt's nicht, ruf ihm an, hebt nicht ab, ruf ich beim Verein an und so. Sage ich, ja, der Fahrer ist nicht da und so, okay, die schicken einen anderen, gell? Der hat den abgehört und dann später herausgefunden, der ist mit dem Auto abgehört, hat sich abgesetzt. War Wahnsinn. Ja, den haben sie nicht mehr gesehen und einmal ist er auch nicht gekommen, einmal ist er auch nicht gekommen davor, da
ist er dann am nächsten Tag und hat er sich so entschuldigt und dann habe ich gesagt, na, was war los und so. Er so, ja, es tut mir so leid, dass ich nicht gekommen bin, aber meine Frau, die irgendwie hat dann mir gleich arbeitet zum Juwelier und das war so ein Überfall und den daneben haben sie gleich in den Kopf geschossen und die war ganz zerstört und so und deswegen war er daheim und habe ich gesagt, du, wenn du länger daheim bleiben wirst, ich bleiben. Das war ganz verrückt. Und so. James, deine Lehrjahre in Holland sind im Jänner 2012 zu Ende gegangen. Du bist auch in eine schlimme Gegend gekommen, an den Balkan, nach Wien, zu Austria. Das war noch schlimmer als dann. Naja, nicht ganz so schlimm vielleicht, aber doch für österreichische Verhältnisse eine relativ schlimme Gegend, würde ich sagen. Wie ist es denn? Wien? Ja, klar. Favoriten, meint er. In einem Städten fängt der Balkan an, das ist so. Ja? Ja, ja. Wie kam es denn zu diesem Wechsel? Du hast zuerst schon den Joey Di Dulitzer erwähnt, der hat da sicherlich seine Hände und Finger mit im Spiel gehabt. Ja, nein. Vice Vatstic hat Trainer im Winter den Trainer-Job bekommen. Und er ist ein guter Freund mit Joey Di Dulitzer. Und in dieser Zeit, ich bin ein guter Freund mit Joey. Und Joey hat mich angerufen und gesagt, hast du Lust auf Österreich zu gehen? Und in diesem Jahr hatten wir gegen Austria Wien gespielt in der Europa League. Und ja, ich hätte nichts zu verloren. Ich hätte keine Möglichkeit. Bekommen in AZ Alkmaar, bei AZ Alkmaar, und dann habe ich gesagt, ja, warum nicht. Und dieser Wechsel hat sich ausgezahlt, weil auch das erste volle Jahr, die erste volle Saison, das Jahr 2012, 2013, war sehr, sehr erfolgreich, wieder mit einem Trainer mit LASK-Vergangenheit. Ja, mit Peter, mit Stöger, es war ein überragendes Jahr, es war ja, unglaubliche Erfahrung für mich und für die Mannschaft und ja. Das ist für mich vielleicht mein beste Jahr bis jetzt. Und ja, es war eine unglaubliche Erfahrung für mich. Mit Riesenerfolgen am Ende des Jahres und zu Beginn der kommenden Saison. Ja, es war gut. Es war auch wichtig für mich, weil ich habe nicht viel gespielt die 3 Jahre davor in Holland. Ja. So für mich war es einfach wichtig, diese Spiele zu bekommen und so Rhythmus zu bekommen und alles. Und ja, wir haben viel Erfolg gehabt, wir haben richtig coole Teams. Und dann gleich Meister geworden, also ich glaube einer der wenigen, wenn nicht überhaupt der Einzige, der sowohl in Austria als auch in Australia Fußballmeister jemals war, oder? Joey und ich, ja. Ah, ihr zwei, okay. ja. Du warst dann noch 2 Jahre bei der Austria und die waren schwierig. Du hast zwar Champions League gespielt, aber auch einen ordentlichen Trainerverschleiß gehabt. Ja, es war... Champions League war natürlich eine echt coole Erfahrung, aber es war echt eine schwierige Zeit mit Austria. Es war viel Unruhe in den Verein und viel Trainerwechsels und ja, es war keine schöne Zeit, muss ich sagen. Es war echt eine schwierige Zeit für die Spieler und du hast keine Klarheit und jede 3 Monate hast du einen neuen Trainer und ja, es war nicht ideal. Nur um es zu veranschaulichen, wie schlimm es war, im zweiten Jahr war am Ende ein gewisser Andi Ogris Trainer, Cheftrainer bei der Austria. Also ich glaube, du hast uns aller Mitleid für diese Zeit. Bogal, wir haben schon kurz gesagt, 2005 für dich ein entscheidendes Jahr. Du bist auf die Insel gewechselt, hast bei Middlesbrough unterschrieben und diese 5 Jahre, die sollten im Nachhinein gesehen absolut richtungsweisend werden für deine Karriere. Da wurde unter anderem auch der berühmte Mad Dog geboren. Was waren denn in dieser Zeit so deine absoluten Highlights jetzt? Ja, viele. Also wir haben, ich sag dich, natürlich allein im ersten Jahr allein auf der Insel zu sein, war schon ein Highlight. Es war durchgehend so. Aber dann natürlich die Siege gegen große Teams wie Man United oder Chelsea. Dann, dass wir das Europacup-Finale erreicht haben, wo wir leider im 4-0 gegen Sevilla dann verloren haben im Finale. Das war trotzdem eine super Sache für uns. Und mit den Spielern, gegen die ich spielen durfte, mit denen ich spielen durfte, dass die Fans mich so ins Herz geschlossen haben dort und einfach mein Traum halt in Erfüllung ging, da auch mal selber auf der Insel spielen zu dürfen. Diese Chuck Norris-ähnlichen Legenden, die kommen ja alle aus Middlesbrough. Ja, da gibt es ja noch einige mehr. Ja, die Fans haben da so einen Street gestartet oder so, wo die dann halt irgendwie, das wurde dann immer länger und da immer so Witze mit mir gemacht haben oder so wie Chuck Norris Witze nur mit mir halt und so. Das war ganz lustig. Und ja, also wie gesagt, das war schon für mich eine super Zeit und
Ich hätte mir auch wirklich vorstellen können, dass ich immer dort bleibe. Aber im letzten Jahr dann sind wir halt leider abgestiegen und mit 26 war es halt für mich noch, und ich wollte noch in der Nationalmannschaft dabei bleiben und ich habe halt schon Ambitionen gehabt und deswegen bin ich dann halt von dort weggegangen. Du hast aber schon einen Abstieg hast du mitgemacht. Ja, du hast ich habe eh versucht, dass wir nochmal wieder raufkommen und so. Ja. Aber dass der Verein, das Problem war, dass der Verein halt sehr vom Präsident abhängig war, schon auch. Und der hat halt sehr viel investiert, der kam von Borough und der hat dann aber leider eine Scheidung durchlebt und konnte nicht mehr so viel Geld im Verein investieren. Also im Prinzip war eine Frau schuld. Ja, eine Frau war schuld wieder mal. Und ja, wir haben dann einfach nicht mehr diese Ressourcen gehabt und die Spieler, um einfach wieder den Aufstieg zu schaffen. Und dass ich dann sage, ich bleibe da meine ganze Karriere jetzt und dass man vielleicht dann irgendwann wieder aufsteigt, das war einfach zu früh für mich. Und deswegen habe ich dann halt die Möglichkeit genutzt, in die deutsche Bundesliga danach zu wechseln, was halt doch nochmal von schon höherem Niveau war als jetzt zweite englische Liga und auch für mich in der Nationalmannschaft natürlich wichtig war, dass ich da bleibe. Aber zuvor in England hast du ja doch zumindest noch geschafft, den Eintrag in die Geschichtsbücher als erster österreichischer Torschütze in der Premier League. Das stimmt, ich meine, ja, so viel haben nicht vor mir noch dort gespielt. Also, naja, ja, aber recht. Ja, nein, das war natürlich schon ja, was, auf was man dann vielleicht mal später stolz zurückschauen kann in dem Moment. Es war natürlich auch gut, weil es im Derby war gegen Sunderland und das war natürlich dann doppelt schön, dass ich dann ein Tor erzielen kann. Ich glaube, du hast gegen Chelsea getroffen? Ja, Chelsea habe ich mal getroffen und Tottenham glaube ich mal, also ein paar Tore habe ich dann doch mal erzielt. Deinen höchsten Karrieresieg, zumindest im Profigeschäft, hast du ja gegen einen ganz namhaften englischen Gegner gegen Man City haben wir da glaube ich 8-0 haben wir gewonnen. Aber das, da in der Meisterschaft? In der Meisterschaft, ja. Da waren sie aber genau im Umbruch. Also sie haben schon ordentlich Geld investiert und der Sven Goran Eriksson war Trainer, aber da war schon klar, dass der weggeht. Und ja, die hat es dann nicht mehr so gefreut und wir haben einen guten Tag erwischt. Aber 8-0 gewonnen war natürlich jetzt in der jetzigen Zeit natürlich unmöglich, dass man 8-0 in Man City gewinnt, aber es war natürlich schon ein toller Sieg für uns. Ja. Über deinen Spitznamen müssen wir trotzdem auch noch kurz reden, ja. Weil auch den haben da die Borough-Fans ja verliehen. Ja. Hat es da einen speziellen Auslöser gegeben oder war das einfach die Summe vieler Einzelaktionen? Ja, ich glaube, es war einfach meine Spielweise. Und eigentlich ist es ja gekommen auch von unserem Abwehrtrainer. Der war ein bisschen so ein verrückter Mensch. Und der hat einmal das dann so fallen lassen in der Pressekonferenz, dass es eigentlich so mein Spitzname ist intern. Und die Fans haben das dann so aufgegriffen, haben halt gedacht, das passt gut und so. Und die haben halt nicht so gewusst, dass man Abwehrtrainer nicht so ernst nehmen kann, weil der war halt so, zum Beispiel, wir sind so ein Auswärtsspiel gefahren, gell, und dann haben wir gehabt so, weißt du, wir haben so gegessen, wir haben einen eigenen Raum gehabt im Hotel und wir mussten halt bei den anderen Gästen vorbeigehen. Du musst mal einen Eindruck kriegst, was er für ein Typ war und dann, die haben halt so fein gegessen und der hat dann gesagt, pass auf, was ich mache, gell. Der läuft halt so los und mitten drin tut er so, als ob er stolpert, haut sich auf den Tisch drauf, was der so reißt alles auf und so, sagt so, excuse me, der hat halt null so Schmerzgrenzen gehabt. Solche Leute sind bei uns Zeigwart. Ja, der hat sich immer über den Trainer lustig gemacht, der hat immer so den Trainer nachgemacht und so und der war halt ein Wahnsinnstyp und der hat halt dann oft nicht so nachgedacht und in der Pressekonferenz auch und zack, habe ich halt meinen Spitznamen dann gehabt. Nachlesen kann man nämlich da, dass es angeblich wegen einer Saison mit 12 gelben Karten ist, aber ist ja das absolut harmlos. Ja, das war so, also 12 gelbe Karten ist das Maximum, was du schaffen kannst, weil du wirst halt jedes Mal ein Spiel mehr gesperrt und mehr geht sich nicht aus. Sonst hätte ich vielleicht mehr geschafft. Nein. Also nur damit ich die beruhigen kann, ich habe wirklich nachgeschaut, der James hat in der Saison 2015-16 in 32 Partien 12 gelbe Karten, ja. Und eine rote gehabt. Ja, super. Und ich glaube, der absolute Spitzenreiter ist der Christian Ramsebner, der hat in der vergangenen Saison in 34 Spielen 15 gelbe Karten. Boah, ja. Also, du bist auf jeden Fall schon mal schlimmer wie der Bugerl und der Ramsi schlagt euch alle. Ja, weiter. Ich sag sicher, und es war halt diese 12 gelbe Karten, waren halt in meinem ersten Jahr, da war ich noch ein bisschen aus der aufgeregt und das Tempo war vielleicht ein bisschen hoch. Aber was ich auf jeden Fall nie hatte, war viele rote Karten. Also rote Karten hatte ich wenige und ich würde mich jetzt nicht als unfairen Spieler bezeichnen. Ich glaube, das kann ich wirklich zu Recht sagen. Ich war halt einfach sehr hart gespürt, immer an der Grenze des Erlaubten. Aber ich würde jetzt nie sagen, dass ich irgendjemand mal schwer absichtlich gefoult hätte. Also das habe ich nie gemacht. Und ich war auf der anderen Seite auch immer viel eingesteckt. Also ich habe auch viele Verletzungen gehabt, wo mir halt dann auch mal auf dem
auf dem schlimmeren Ende war vom Zweikampf und dann habe ich mich auch nicht beschwert. Das ist einfach, war halt so bei mir. Ne? Dass manchmal haben sie die anderen wieder, manchmal mich selber. Also öfters die anderen, manchmal selber. Man muss da, glaube ich, sowieso zu deiner Ehrenrettung wirklich sagen, es gibt einfach von dir die schlimmeren Fotos von den Gegnern oder auch von dir selbst zum Teil noch so Zweikämpfen. Der Christian Ramsebner hat bedeutend weniger Spieler als du und insgesamt sogar um einige gelbe Karten mehr. Also der aber er ist unfair. Okay. Das ist der Unterschied. Nein, das können wir jetzt nicht beurteilen. Der ist nicht da. Das müssen wir mal. Ja, kann sein. Also ist eh interessant eigentlich. Aber wie gesagt, die meisten gelben Karten hatte ich mehr so dann am Anfang, als ich nach England gekommen bin. Und wo ich dann besser aufs Spiel dann eingestellt habe und so ist das dann eh ein bisschen weniger geworden. James, du hast dich mit den Deutschen nicht so vertragen, vor allem was die gelben Karten angeht, denn dieser Platz 7 bei der Austria, der war für dich das Ende. Du hast eine neue Herausforderung gesucht und hast gesagt, jetzt gehe ich nach Deutschland und hole mir viele gelbe Karten. Ja, das war nicht die Idee, aber... War das bei dir auch so, oder? Hast du auch viele gelbe Karten? Ja, 12 Stück. Aber im ersten Jahr auch? Im ersten? Zweite Bundesliga, was hat die gehabt? Die gelben sind 12 gelbe, eine rote in 32 Spielen. Das war mit Duisburg? Ja. Okay. Bravo, das sind die zweite Bundesliga auch. Zweite Liga dort. Naja, aber ihr habt sogar zwei extra Spiele gehabt in dieser Saison. Ja, das war. Aber die erste Hälfte von der Saison, wir haben wirklich nicht gut gespielt. Und vielleicht wegen das, ich habe viel gelbe Karte bekommen, weil Taktik war immer nicht so stark. So, ich muss immer wieder. Am Ende dieser Saison war dir ganz am Tabellenende und dann hast du etwas machen müssen, was wir LASK-Fans aus leidiger Erfahrung kennen. Ihr habt Relegation spielen müssen. Ja, wir haben. Jeder hat gedacht im Winter, dass wir sind. Ein bisschen so wie Köln jetzt in der ersten Bundesliga. Ich glaube, wir haben zurück von gekommen. Keine Mannschaft hat das geschafft, was wir gemacht haben. Wir haben gegen Leipzig gewonnen, gegen Freiburg, gegen alle gewonnen, dass wir in der Liga, dass wir die Möglichkeit hatten. Aber dann leider beim gegen Würzburger, wir haben ein bisschen zu früh gefeiert, weil wir haben auf der letzten Spieljahr gegen Leipzig gewonnen. Und dann haben wir ein bisschen gefeiert, weil wir haben gedacht, okay, Würzburger, es ist einfach. Aber dann vier Tage später haben wir verloren. Ja, wir Last-Fans kennen das aus leidiger Erfahrung, was Relegation bedeutet. Bogal 2010 zurück nach Deutschland, du hast ja schon gesagt, Hannover 96, auch wieder zwei sehr, sehr erfolgreiche Jahre für dich. Ja, also Hannover ist auch eine Zeit, auf die ich sehr gern zurückdenke, weil es wirklich nicht absehbar war, als ich dorthin gewechselt bin, dass es dann so erfolgreich wird, weil die Mannschaft hat sich eigentlich am letzten Spieltag vor dem Abstieg gerettet und ich bin dann dorthin gekommen. Das Ziel war eigentlich, dass wir nichts mit dem Abstieg zu tun haben und sind dann direkt Vierter geworden in der Bundesliga. Damals hat das leider noch nicht für Champions League gereicht, deswegen sind wir in die Europa League. Da haben wir dann in der Quali Sevilla ausgeschalten, was eigentlich eine Hausnummer war. Und für dich ja persönliche Genugtuung. Genau, nach der Finalniederlage. Und dann war es eigentlich eine super Zeit, weil die Fans waren sich so gefreut auf diesen Europapokal. Und wir haben in Kopenhagen gespielt, wir haben 10.000 eigene Fans mit gehabt, bei 15.000 im Stadion. Und es war so Euphorie in Hannover. Und das war halt super, da Teil davon zu sein. Und es hat einfach riesig Spaß gemacht, es hat in der Mannschaft gestimmt. Wir haben Erfolg gehabt, also man kann sich eigentlich jetzt nicht ein besseres Umfeld wünschen als Fußballer und von daher war es eine tolle Zeit. Im März 2011 hast du ein ganz besonderes Kunststück zu Wege gebracht, nehme ich zumindest an, weil ich glaube nicht, dass es viele Innenverteidiger gibt, die jemals in einem Spiel in der deutschen Bundesliga eine 100%ige Zweikampfquote zusammengebracht haben. Echt? Naja, weiß nicht, wie lange habe ich da gespielt? 1 Minute? Das war gegen Hoffenheim, du hast durchgespielt und hast am Ende. Ja, du hast damals so viele Interviews gegeben, findet man haufenweise auf dem Weg. Ja, da war Hoffenheim ein bisschen noch nicht so gut wie jetzt, aber ja, nein, war wahrscheinlich ein besseres Spiel, aber wie gesagt, es war halt auch eine gute Mannschaft und da war es jetzt dann auch nicht so, hat es auch einfach dann gemacht, dass man vielleicht ein bisschen besser spielt und war eine super Zeit. Und es hat für dich gereicht, damals auch zu dieser Zeit im März 2011 ins ZDF-Sportstudio eingeladen zu werden am Samstag. Ja, genau, das war
mehr so für meinen Papa, aber eine tolle Erfahrung, mir war es eigentlich wurscht, aber mein Papa hat immer Sportstudio geschaut und der war dann so, oh Gott, und dann habe ich ihn da mitgenommen und durfte auf der Torwand schießen, habe ich nichts getroffen, war eh zu erwarten. Ich frage, ja, ob ich meinen Kopf darf, ich nicht lassen. Das habe ich gemeint, eine fußballerische Niederlage gegen den Hermann Mayer, weil ich glaube, der genau, hat getroffen. Der hat ihn ja öfters getroffen, genau. Und ja, war halt. War eine tolle Zeit in Hannover, auf jeden Fall eine erfolgreiche Zeit auch. Ja. Aber trotzdem, man muss sagen, welche Österreicher waren, ich meine, diese Sendung gibt es seit ewig, es gibt seit ewig Legionäre in Deutschland und es waren Herzog, Jara, genau. Wohlfahrt, ja, Polstertoni, Polstertoni. Ja, und dann du. Ja, das waren jetzt nicht so viele, die da noch waren, das stimmt, aber war, wie gesagt, war eine tolle Erfahrung. Aber mein Vater hat sich trotzdem mehr darüber gefreut. James, Sommer 2016, der Abstieg war besiegelt und du hättest es dir wirklich leicht machen können. Weil ich habe nachgeschaut auf Google Maps, vom Stadion in Duisburg bis in die TGW Arena wären es genau 770 Kilometer gewesen. Das wäre in 6 Stunden gegangen mit dem Auto, wenn man schnell fährt. Du hast einen sauberen Umweg gemacht über Australien und über China. Ja, ich habe die einfache Lösung gefunden. Nein, es war nicht geplant. Ich habe mir gedacht, ich bleibe in Deutschland in dieser Zeit. Aber ja, im Fußball manchmal shit happens, in Leben manchmal shit happens. Und ja, die Möglichkeit, die ich bekommen war nicht, was ich gedacht habe. Und dann habe ich zurück nach Australien gegangen. Und mein Weg nach die TGW Arena war durch Kino auch. Es war eine andere Erfahrung. Schau mal kurz in deiner Karriere, Werther Pogal, bei dir hat die große Reisetätigkeit 2012 begonnen, nach dem Abschied in Hannover. Da hast du auch ordentlich Kilometer abgespult. Genau, es war dann, ich habe dann das erste Mal eine falsche Entscheidung getroffen. Ich bin dann von Hannover nach Wolfsburg gewechselt, weil der Felix Magath ist an mir herantreten und der hat halt gesagt, er hätte mich gerne in Wolfsburg, sie wollen halt wieder nach vorne kommen. Er ist ja das zweite Mal dort Trainer geworden, das erste Mal ist er Meister geworden und er will halt eine Mannschaft aufbauen, die halt in die Champions League kommen kann und mein Traum halt immer auch einmal in der Champions League spielen zu können und habe dann eigentlich Hannover verlassen, was im Nachhinein ein Fehler war, für Hannover und für mich, weil Hannover hat dann schlechte Entscheidungen getroffen auf dem Transfermarkt, für mich also in Wolfsburg nicht so gelaufen, weil wir sind sehr schlecht gestartet und der Felix Magath wurde dann gleich entlassen. Und der Trainer, der dann nachgefolgt ist, hat halt gar nicht auf mich gesetzt. Und von da weg eigentlich habe ich dann eigentlich viele Stationen gehabt. Und was ab dem Zeitpunkt eigentlich dann schwierig für mich war, weil ich bin dann nochmal nach England gegangen, auch war auch eine Leihe von Wolfsburg zu West Ham. Da war ich aber nur 6 Monate. Das hat nicht so funktioniert und bin dann von Wolfsburg nach Nürnberg gewechselt, permanent. Und obwohl wir eigentlich in der zweiten Saisonhälfte ordentlich gespielt haben, sind wir leider mit Nürnberg abgestiegen. Und in dem Jahr gab es aber auch noch eine ganz besondere Geschichte bei dir. Du hast ein ganzes Spiel bestritten mit diversen Brüchen im Gesicht. Ja, ich habe hab in England schon mal eine schwere Gesichtsverletzung gehabt und dann in Nürnberg wieder, aber es war halt so eine schwierige Phase und ich wollte halt die Mannschaft nicht in den Stich lassen und habe dann halt trotzdem gespielt und so, aber es war im Endeffekt halt nicht genug. Wir haben einfach in den ersten 6 Monaten haben wir in der Hinserie haben wir kein einziges Spiel gewonnen. Wir haben immer unentschieden und es hat ganz siegreich und im Grunde haben wir dann eh besser gespielt, ähnlich so wie Köln dieses Jahr. Aber es hat dann einfach nicht mehr gereicht und wir sind dann leider abgestiegen. Und lass mich nur mal bitte zurückkommen auf diese Verletzungsgeschichte, wenn die nämlich nur annähernd so wütend ist, wie man es nachlesen kann. Ja. Du hast am Donnerstag im Training bist mit einem Kollegen zusammengekracht und hast dir was gebrochen? Naja, ich habe Augenhöhle, Jochbein, Nasenbein habe ich mir gebrochen. Du bist aber nicht zum Arzt gegangen, sondern hast am Samstag gespielt? Ja, ich habe hab halt noch meine alte Masken gehabt von England, die habe ich mir dann aufgekaut. Und habe halt noch gespielt am Wochenende, ja. Aber und erst nach dem Spiel dann? Nach dem Spiel habe ich es dann erst gesagt, weil ich wusste, wenn der Doktor weiß, lasst er mich nicht spielen. Naja. Ja, das ist fast ein bisschen neuliegend, würde ich sagen. Ja, und wie gesagt, es war trotzdem sehr enttäuschend, weil Nürnberg eigentlich auch die Ambition hatte, weiter nach vorne zu kommen. Es war so ein großer Traditionsverein und mit so vielen Fans. Und dann so ein Fußballjahr mit Abstieg, das war wirklich, ja, schon
mitunter das Schlimmste an meiner Karriere, wenn ich so sagen kann, weil in der Middlesbrough der Abstieg so ein bisschen angekündigt hat. Wir haben sukzessive Spieler abgemüssen wegen dem geringen Investment. Da war so, wir waren immer eher hinten drin und bei Nürnberg eigentlich war nicht so damit zu rechnen. Und auch die ganzen Fans, die ganze Region, wie die da hinter dem Verein stehen, das natürlich dann schon trifft dann schon. Und ja, ich hätte dann halt die Möglichkeit gehabt, dann auch schon in Europa zu bleiben, aber ich wollte dann einfach aus dem raus, aus dem, sag ich mal, diesen richtigen Profi-Druckgeschäft, weil mich einfach das auch getroffen hat mit dem Abstieg und dann bin ich halt in die MLS gewechselt, weil ich einfach da was Neues suchen wollte, auch für mich. Ich habe einfach nicht mehr diese Energie gespürt, ich sage, ich gehe jetzt dann, ich habe da Wolfsburg gehabt, dann habe ich West Ham gehabt, Nürnberg, das war alles innerhalb von 2 Jahren und das hat mir so ausgelaugt, dass ich gesagt habe, ich brauche jetzt einfach was Neues und viel Abstand und dann bin ich halt zu Columbus Crew in die MLS gegangen. War das so entspannt, wie du das vorgestellt hast? Oder muss man auch dort hart arbeiten als Fußballprofi? Ja, sehr. Also, sie legen halt sehr viel Wert auf Athletik und so und es ist jetzt kein Urlaub. Also, sicher, wenn man als KK oder so rübergeht oder als, wenn man da jetzt drüben war, dann kann man sich natürlich schon was rausnehmen, aber wenn du als Verteidiger rübergehst, so wie ich, dann erwarten sie natürlich schon, dass man Gas gibt und von daher war es schon hart. Es war super Erfahrung, Lebenserfahrung, weil ich sehr viele neue Sachen wieder kennengelernt habe. Und bevor ich rübergegangen bin, war ich eigentlich schon ein bisschen fasziniert von Amerika. Und danach muss ich sagen, ist das schon sehr abgeflacht, weil es ist dann nicht so, wie man es halt im Fernsehen sieht, das ist nicht alles so rosig und es ist auch sehr schwierig. Ich war dann auch in Ohio, das ist so richtig Amerika. Land halt und so. Und ja, die haben halt, da hast du halt löchernde Straßen, du hast halt schlechte Häuser, du hast viel Obdachlose, kein Sozialsystem, du kriegst halt alles mit. Und das hat mir, da habe ich halt auch schon Österreich dann noch einmal mehr schätzen gelernt. Ich sage, das war generell so, dass ich eigentlich die ganzen Jahre, die im Ausland war, nirgends wo ich war, kannst annähernd mit Österreich vergleichen. Und du lernst es halt nur schätzen, wenn du halt einmal weg bist. Wenn du immer das hast, dann ist das für dich normal. Und wir schimpfen auf so hohem Niveau, aber wir merken das halt nicht. Und wenn du halt einmal weg bist, und ich sage Amerika, da würde man sich denken, ein Riesenland, aber die Lebensqualität, Lebensstandard kannst du nicht mit uns vergleichen. Kein sauberes Trinkwasser, kein Sozialsystem. Ich kann Sachen aufzählen und deswegen war es eine wichtige Erfahrung für mich, weil da ist mir dann klar geworden, dass ich nach der Karriere auf jeden Fall in Österreich leben will und dass ich halt auch froh sein kann, dass ich da leben kann und so. Und es war deswegen eine tolle Erfahrung. Auch vom Fußball waren neue Eindrücke, aber die Lebenserfahrung war das, was ich halt am meisten dort mitnehmen konnte. Aber es hat dann noch nicht ganz zur Rückkehr nach Österreich gereicht, sondern du hast noch eine Runde in Deutschland bei einem echten alten Traditionsverein gedreht. Genau, es war dann so, dass mein Vertrag MLS ausgelaufen ist, also nach 1,5 Jahren. Und dann der Sascha Lewandowski Trainer wurde bei Union und der ist mit mir in Kontakt. Union Berlin, das war halt Winter, weil in Amerika wird der anders gespielt, ist ja Winter und da war da die Saison aus und hier war Winterpause und die haben halt dann erfahrenen Abwehrspieler noch gesucht und hat mich dann kontaktiert, ob ich mir das vorstellen kann und habe dann eigentlich nicht lange überlegen müssen, weil Union natürlich auch ein Traditionsverein ist und ja, das habe ich dann nochmal tolle 2 Jahre dort eigentlich gehabt, auch wenn es natürlich ein bisschen chaotisch war. Der Sascha Lewandowski war ja dann nicht mehr Trainer nach ein paar Monaten und ja, wir haben uns aber super nach oben etabliert, wurden dann 2x6, was eigentlich riesen Fortschritte waren und es war auch toll, einmal für einen richtigen Ostverein zu spielen, weil es ist nicht das Gleiche. Man würde denken, Deutschland ist jetzt eine Einheit geworden und so, aber es ist nicht so. Also die Leute, also mit denen ich da zu tun habe, die sind trotzdem noch von einem anderen Schlag. Man merkt, die haben die DDR miterlebt, die sind halt anders aufgewachsen. Ist das auch in einer Großstadt wie Berlin noch so, immer so spürbar? Ist so, das spürst. Also ich habe das, es war nicht das Gleiche, wie ich in Wolfsburg oder Hannover gespielt habe oder Nürnberg. Es ist eine andere Mentalität im Verein. Und es ist halt mehr Familie noch und so, das ist auch sehr positiv. Auf der anderen Seite sind sie nicht so offen für neue Sachen
Und das ist einfach so eine Mentalität, das hat man getaugt. Ich habe dann viel mit ihnen geredet, wie war es in der DDR, das sind also Sachen, die kannst du nicht lesen. Das war jetzt so richtig 1:1 Dinge, die man ausgesagt hat. Das hat man richtig getaugt. Aber ja. Und du gewisserweise wahrscheinlich ein bisschen Entwicklungshelfer im fußballerischen Sinne? Nein, oder? Entwicklungshelfer, ja, aber sicher, man versucht halt, ich sag, es war halt so toll zu sehen, zum Beispiel, die werfen nichts weg. Die haben das so in sich drinnen, das steht da. Wir haben so gehabt, so diese Gatorade Gels, die du so reindruckst. Und der hat nachher geschaut, und wenn das noch halbwegs voll war, das mit dem Tape zugeklebt und hat es nächstes Mal wieder hingelegt. Verstehst du? Das ja. War einfach so, sind die aufgewachsen und das war cool, mir hat das taugt. Aber auf der anderen Seite hat es uns dann wieder bremst und so, weil dann haben wir oft trainiert, halt noch so richtig alte Schule, 2 Stunden, keine Intensität, nur Rennen, Waldläufe und so. Ja, da hat es dann ein bisschen gefällt, dass wir dann halt um einen Aufstieg mitgespielt haben. Auf der anderen Seite die Fans natürlich fantastisch, die waren halt mitunter das Beste. Die haben ja zum Teil Stadion in Eigenregie, glaube ich. Die Fans haben das Stadion gebaut. Ja. Also der Verein wäre in Konkurs gegangen. Nehmt euch kein Beispiel dran. Da sind die Fans hingegangen. Und die haben dann halt sich da anleiten lassen, natürlich von den Planern, und haben dann die Steine halt da reingelegt und die Bühnen gebaut, und die haben wirklich an dem Stadion mitgebaut. Und das hast du halt gemerkt, das war halt, wir sind dann auf Trainingslager geflogen, ich meine, wir waren zweite Liga und wir haben da 5000 Leute mitgehabt und die wollten gar nicht mehr kommen, weil die alten Pensionisten sind zum Golfspielen hingegangen und unsere ganzen Fans haben immer gewirbelt und so. Das war halt schon toll. Also es war eine super Erfahrung für mich, die ich nicht missen will, auch wenn es vielleicht zum sportlichen Niveau dann schon einen Schritt weiter unterhalb war, aber es war trotzdem eine tolle Erfahrung. Wir sind schon fast im Hier und Jetzt angekommen beim LASK, aber zuvor wollen wir noch auf eure Nationalteam-Karrieren schauen. Die haben auch bei beiden sehr, sehr früh begonnen, nämlich schon im Nachwuchs. Da warst speziell du sehr, sehr erfolgreich mit dem Nationalteam. Ja. Da hat es diverse große Ereignisse gegeben. Ja, ich war die Captain für die U20-Nationalmannschaft bei der WM. Das war eine sehr coole Erfahrung, aber vorher, ich war auch in Beijing bei den Olympischen auch. Als ein junger Spieler. Das war ja eine eigenartige Situation. Du warst zwar bei der Olympiade dabei als Spieler, aber glaube ich nicht im Kader. Bist du als Olympionike oder nicht? Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Nein, ich war so. Auf Abruf hast du es. Ja, auf Abruf. Ich war auf Abruf. Warst du dann trotzdem dort? Ich war dort, Du warst dort, hast trainiert wahrscheinlich? Ja, ich habe alles mitgemacht. Ja, habe ich einfach am Spieltag, ich war... Nicht auf der Bank, sondern auf der Tribüne. Im Tribüne, der Tribüne. Aber ich war in dasselbe Hotel wie mit Argentinien. Argentinien in dieser Zeit war die Maria, Messi, Mascherano. Die haben alle gespielt? Alle gespielt. Die haben gewonnen dieses Jahr. Aber nein, es war eine coole Erfahrung. Aber mit der... In dieser Zeit, die U20... Hey, das sind meine Schummelzettel. Okay, ich warte für die Frage. Nein, U20 hast du gesagt. Wo war diese WM? Das war in Ägypten, aber das hat auf eine schlechte Zeit gekommen, weil in dieser Zeit, das war vielleicht die einzige Zeit bei Bayern, dass ich wirklich eine gute Zeit gehabt, eine gute Periode gehabt. Und dann, sie haben gesagt, okay, wir wollen jetzt wieder auf dich aufbauen. Und dann die WM hat gekommen und als der Captain, und es ist auch, ich sage nicht nein zu Australien, ich bin gegangen und zurückgekommen und diese so Position war weg in dieser Zeit. Ich habe diese Möglichkeit verpasst und ja, ich glaube, das gehört zu dem Geschäft. Aber du hast es auch mit dem A-Team noch einmal zu einer Weltmeisterschaft geschafft. Ja, zweimal. Ich war auch in Südafrika, war ich auch auf Abruf. Ja, und dann in Brasilien, ich war dabei, aber nicht gespielt. Ja, aber dort wirklich offiziell im Kader und dabei gewesen. Ja. Das war auch eine coole Erfahrung. Aber ich habe auch eigentlich meine Chance verpasst, weil vor der WM, der Trainer hat mit mir geplant und ich habe in die Vorbereitungsspiele habe ich gespielt, aber ich habe diese Chance nicht genutzt. Und ja, es war eigentlich schade, weil es natürlich eine coole Erfahrung, die ich gespielt habe. Siehst du für die kommende WM noch irgendwo vielleicht eine kleine Chance? Bist du im Kontakt da mit den Verantwortlichen? Gibt es da vielleicht doch noch eine Chance, auf den Zug aufzuspringen? Ja, aber ich muss überragend spielen und auch LASK muss Erfolg haben. Ich glaube, beides muss passen und dann, ich habe natürlich die Möglichkeit, aber erstmal muss ich auf LASK konzentrieren. Weil zurückgetreten bist du ja nicht seit dem letzten Spiel. Nein, da gibt es immer noch die Möglichkeit. Ich habe immer noch Kontakt mit den
so trainen sie immer alle, aber es muss ich gut spielen und wenn ich Erfolg habe mit dem Verein auch, das hilft auch natürlich. Das ist ja bei dir ähnlich, glaube ich, weil du kannst theoretisch auch noch auf die nächste Nominierung warten. Ja. Auch du bist nie zurückgetreten, oder? Nein, also ich finde, man tritt nicht zurück aus der Nationalmannschaft. Ja, die meisten machen das, medienwirksam. Kannst du Nein sagen? Kann man ja machen, ich bin da nicht so, ich brauche da nicht mehr Abschiedsspiel oder was auch immer. Ich stehe immer zur Verfügung, irgendwann läuft es dann einfach aus, es kommen Junge nach und so habe ich das halt gesehen, aber ich blicke natürlich sehr gern auf meine Zeit in der Nationalmannschaft zurück, auch wenn es natürlich zu Beginn schon schwierig war und so. Ich sage, jetzt haben wir alles Legionäre. Als ich zur Nationalmannschaft gekommen bin, da haben wir noch Spieler aus der zweiten Liga gehabt, die in der Nationalmannschaft gespielt haben. Ich war der einzige Legionär, der ganze ÖFB war anders aufgestellt. Das war natürlich oft schon schwierig, dann da Länderspiele zu bestreiten. Und ich habe natürlich immer mit großem Stolz gespielt, aber am Ende von meiner Karriere, wo wir dann halt wirklich eine konkurrenzfähigere Mannschaft gehabt haben, hat es natürlich dann schon mehr Spaß gemacht als zu Beginn. Ja, dabei denke ich, gerade bei deinem ersten Spiel hast du sicher Spaß gehabt, weil das war ein Auftakt nach Maß, so wie man ihn sich von einem Bogart jetzt erwartet. Ja, ich bin damals, ich war noch in Leverkusen und der Hans Rankl war damals noch Trainer bei der Nationalmannschaft, hat mich dann einberufen, weil das Länderspiel auch in Leverkusen war und ich durfte dann gegen Deutschland 10 Minuten spielen noch, das ist schon 6-2, oder habe ich 10 Minuten gespielt? Oder nicht einmal? Ja, Mitternacht Spielzeit. Ja, okay, ja. Oh, habe ich dann gleich gelbe Karten gekriegt, auf das wirst du wahrscheinlich aus. obwohl man sagen muss, es hat 5 Minuten gedauert, es hat schlimmere Auftaktspiele gegeben in deiner Karriere. Ja, wahrscheinlich, echt. Naja, denk an dein erstes Pflichtspiel für den LASK. Ja, das stimmt, aber da sage ich, das war ein Schiedsrichterfehler, gell, sage ich da. Und da hat es nur 4 Minuten gedauert. Ja, wobei ich sage, das war kein Foul für mich, aber okay. Ist egal, ich glaube, da war der Schiedsrichter, der wollte mir einmal die gelbe Karten zeigen oder so. Das war, ich hab mir wirklich gedacht, im Nachhinein betrachtet hat man sich wirklich denken können, dass das vielleicht sogar ein bisschen Choreografie war von dir ganz, ganz bewusst. Nein, einfach wirklich nicht. Ich bin im Kopfball gegangen, habe Kopfball gewonnen und so und der hat mir dann eine gelbe Karten gegeben. Aber naja, und der St. Pölten-Spieler ist dann an der Seitenlinie gelegen, hat Transfusionen gekriegt und ist mit Blaulicht, ist mit Blaulicht ins Krankenhaus und dann von einer St. Pölten-Mitarbeiterin mit dem Auto nachgeführt worden. Also stimmt, ein bisschen der kein Schlecht. Ja, okay. Der hat am Spielfeldrand nur eine Transfusion angehängt und ist dann mit der Rettung ins Krankenhaus. Also, aber er ist nicht unfair. Es kann aber sein, dass er bei der Landung irgendwie blöd unbeglich ist oder so. Ja, ich weiß nicht. Naja, bleibt dahingestellt. Wird sich nie ganz aufklären. Aber dass die Fans dann ein bisschen den Eindruck haben, so, das war jetzt der typische Bogatetz. Ja, war ganz cool, sicher. Habe ich mir mal gut vorgestellt, aber nein, wie gesagt, in der Nationalmannschaft, ja, aber ich war sehr lange dabei. Das Einzige, wo ich ein bisschen wehmütig bin, dass ich sehr viele Spiele auch verpasst, weil ich einmal suspendiert dann auch war und öfters verletzt. Und dann habe ich habe trotzdem über 60 Spiele zusammengebracht, aber ich hätte immer gerne auch 100 geschafft, weil 100 haben noch nicht so viele oder so. Das habe ich leider nicht geschafft, obwohl ich eigentlich so viele Jahre dabei war. Das ist so ein bisschen, wo ich wehmütig bin, aber alles andere, ja, blicke trotzdem mit Stolz drauf zurück und ja, im Großen und Ganzen was dann eh gut. Die Suspendierung müssen wir schon ansprechen, wenn es das du ansprichst. In der Einleitung habe ich gesagt, das war nicht übertriebene Härte, sondern übertriebene Ehrlichkeit. Ich glaube, du hast ja niemandem etwas getan, außer ein sehr, sehr ehrliches Interview zu geben. Ja, wie gesagt, es war halt so, dass ich habe halt im Ausland gespielt und ich habe halt andere Erfahrungen schon gehabt, als jetzt die Leute, die halt im ÖFB noch gearbeitet haben. Und es war halt dann so, dass wir halt die Euro gehabt haben im eigenen Land, somit waren wir qualifiziert. Und dann war natürlich so, ja, wir wollen halt auch natürlich jetzt nicht jedes Spiel 5-0 verlieren und die Ansprüche waren natürlich hoch. Und ja, es war dann halt so, dass die Vorbereitung nicht so gelaufen ist, wir haben halt nicht so die Ergebnisse erzielt und es hat mir dann einfach gestört, dass es halt dann nur an den Spielern festgemacht wurde und ich wollte dann halt nur aufzeigen, dass halt ich finde, dass nicht professionell genug gearbeitet wird, dass halt andere Nationen uns da was voraus haben. Und das ist dann halt nicht so gut angekommen und bin dann halt dann suspendiert worden. Aber für welche Aussage? Naja, ich,
ja, was habe ich gesagt? Weiß ich nicht mehr genau, irgendwas mit Taktiker oder so. Ne? Ich habe mir es rausgeschrieben, also es war schon ein bisschen uncharmant. Trainer war damals der Hickersberger und Pogl hat gemeint, unter Hickersberger spielen alle drei Klassen schlechter, weil man ohne Vorgabe ins Spiel geht. Wie ein Schüler, der für eine Schularbeit nicht gelernt hat. Also es war schon, nennen wir es übertriebene Ehrlichkeit. Ja, ich bin vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, weil ein Journalist hat mich angerufen nach einem Länderspiel und da bin ich so mit dem Rage geredet und sicher dann den Trainer direkt zu kritisieren, ist jetzt nicht unbedingt clever. Und Georg, glaubst du, ist es spät für Mediencoaching? Ich muss ja dann eben mit den Konsequenzen halt leben, aber ich sag, ich weiß jetzt nicht mehr, ob das beim Hickersberger war, nagel mir das nicht fest, aber nur, dass du einen Eindruck kriegst, wie wir da gearbeitet haben. Wir haben dort Testspiel gehabt. Ich glaube, es war Chile oder irgend sowas, ich weiß nicht mehr genau, wer war Trainer gewesen, haben wir gespielt, so irgendwas. Und wir haben keine Bilder von denen gehabt, gell? Und dann haben wir gesagt, ja, wir machen trotzdem mal eine Analyse von Gegnern. Und der hat dann sowas geschaut, der hat die Passbilder einblendet und dann hat er gesagt, puh, na, der schaut groß aus, bei dem müssen wir wahrscheinlich aufpassen, bei den Stammern. Deshalb finde ich nicht. Das war so. Und dann, der schaut klein aus, der trippelt wahrscheinlich gut. Wir reden vom Jahr 2006. Ja. Ich weiß nicht, ob es 2006 war, sage ich mir nicht fest, aber so ist gearbeitet worden. Und dann war natürlich, da fühlst du ja als Spieler dann auch ungerecht behandelt, wenn du natürlich dann da spürst und dann die Presse haut auf die hin als Spieler und im Endeffekt passt aber hintenrum auch nicht und sowas. Und das, ich wollte es halt nur aufzeigen, dass wir, wenn wir wirklich einen Schritt nach vorn machen wollen, dass wir uns halt allgemein verbessern müssen. Und das Lustige war ja, dass dann eine Jahre später dann eigentlich das eh so gekommen ist, aber damals halt im ersten Moment nicht so akzeptiert worden ist, wo ich das halt aufgebracht habe. Für die EM in Österreich habt ihr euch aber dann doch wieder zusammengerauft, da warst du dabei? Ja, es ist dann ausgegangen, dass vor der EM halt, wie gesagt, die Ergebnisse wurden dann nicht besser und ich habe dann in England ganz ordentlich gespürt und dann war halt so, wie habe ich auch den Andi Herzog da ein bisschen zu verdanken, der dann ja Co-Trainer war, der für mich ein gutes Wort dann eingelegt hat. Und haben wir dann mit Hickersberger halt getroffen und wir haben uns dann halt so ausgesprochen, dass dann meine Suspendierung aufgehoben wurde und ich dann bei der Euro halt dann dabei war. Hast du deine Meinung in der Zwischenzeit geändert oder nur gute Miene zum bösen Spiel gemacht? Nein, ich sag mittlerweile hat sich wirklich sehr viel geändert. Also auch unter Hickersberger? Beim Hickersberger? Ja, ich meine, er war dann noch bei der Euro Trainer. Ich meine, wir haben dann unser Ziel dann nicht erreicht. Ich sag, er hat dann sicher auch zu seiner Verteilung nicht das Spielermaterial zur Verfügung gehabt, das was man jetzt hat. Aber er ist natürlich schon noch ein Trainer der alten Schule gewesen, kann man so sagen. Ja. Nicht? Und ich will jetzt aber nicht das jetzt dann nur an dem festmachen, dass wir bei der Euro dann nicht über die Gruppenphase hinausgekommen sind. Danach, sage ich, hat sich sehr viel geändert. Und das Lustige ist halt, wo ich dann am Ende von meiner Nationalmannschaftskarriere mit den Spielern, die wussten halt nicht mehr, wie es früher war und so. Und die sind jetzt dann schon, das ist alles auf einem anderen Niveau. Und es ist halt lustig, ich sag, früher sind wir vom Stadion heimgegangen, sind beim Würstelstand und noch stehen geblieben, habe ich mit Andi Herzog zwei Käsekreiner gegessen nach dem Training und so. Und ein Dosel Bier drüber. Wurscht, wir sind auch zu Fuß vom Hotel da oben gegangen und das kam heutzutage, ist also das Interesse viel größer, wir müssen, das geht ja jetzt alles schon gar nicht mehr. Und das hat sich halt alles verändert. Das heißt, es hat sich professionalisiert, was wichtig war, aber es hätte halt schon früher so professionalisieren können, hätte man vielleicht schon früher mehr Erfolg haben können. Aber wie gesagt, ich denke, mittlerweile ist das alles schon auf einem sehr guten Niveau. Die EM 2008 übrigens ein Riesenerfolg für den LASK, weil der erste Torschütze, EM-Torschütze der österreichischen Fußballgeschichte war ja LASK. Also das stimmt, ja. Für uns ist es gut geschossen. Ja, der Ivo hat damals nämlich im Panini-Album hat der Ivo Vastitsch gefehlt. Da hat der damalige Sponsor extra noch ein Pickerl nachproduzieren lassen. Echt? Ja. Weißt du, dass ich für den Ivo Vastitsch bei Sturm die Schuhe putzt habe? Ne? Wirklich? Ja, weil ich war Nachwuchsspieler und wir haben immer für die Profis die Schuhe gemacht und da war ich ganz stolz, dass ich Ivo seine Schuhe immer probieren habe. Und dann irgendwann mal, wenn sie ausklatscht war, hat er es da geschenkt und so, aber du hast dich trotzdem gefreut. Das waren halt nur andere Zeiten. Wenn jetzt ich heutzutage einen jungen Spieler sage, er soll mir die Schuhe machen, dann und wenn du es ihm schenkst, kannst du gar nicht so schnell schauen und die Stängel noch viel haben. Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Es waren noch andere Zeiten. Schauen wir zum LASK. Ihr wart voriges Jahr im Sommer zweifellos die beiden prominentesten Top-Transfers, die der LASK getätigt hat, James. Abgesehen vom Jürgen Werner, was hat dich dazu bewogen, erstens zurückzukommen nach Europa und dann genau zum LASK zu kommen? Warum? Ich
Ich wollte immer zurück, ich wollte nicht weg von Europa, so das war eigentlich immer mein Ziel, und dass ich nach Klasse gekommen hatte, es war eigentlich nur wegen Oliver, muss ich sagen. Ich habe gewusst, dass Oli ein sehr guter Trainer ist, und ich habe viel mit Manuel Ortlechner geredet. Ich habe viel mit Jürgen geredet, auch mit über Oliver und über ich habe mit Ramsey gesprochen auch, und über wie der Verein ist, wie Oliver ist, und wegen das habe ich hier bekommen. Du hast ja vor 5 Jahren bei der Austria wirklich die riesengroßen Erfolge gehabt. Die Austria damals ein absoluter österreichischer Spitzenklub. Die Zeiten sind vorbei, die liegen auf Platz 7. Kannst du trotzdem jetzt so einen Vergleich ziehen? Die Austria als Verein vor 5 Jahren und der LASK heute. Wo sind denn noch die großen Unterschiede zwischen dem LASK und der doch großen Austria wahrscheinlich? Zumindest was das Organisatorische angeht. Austria jetzt oder Austria? Austria damals, zu deiner Zeit. Damals. Ist ja noch nicht so lange her. Ich sage, wenn ich ehrlich bin, ich glaube, was LASK gemacht hat über die letzten 3 Jahre, um hier zu sein, es ist für mich, muss ich sagen, Chapeau, weil ich glaube, sie haben von einer scheiß Situation gekommen. Ja, es war schlimmer. Ja. Ich rede nur über die Bedingungen und alles. Ja. Ich muss sagen, es ist sehr professionell, und ich glaube, es kommt von Oliver. Aber da ist kein großer Unterschied. Natürlich hast du das Stadion und alles, aber das kommt. Aber ich sage, von den Trainingplätzen, von der Qualität, von den Spielplätzen und alles drumherum, der Kraftraum, alles, das ist kein großer Unterschied, muss ich sagen, von dieser Zeit. Ja, vor allem der Zeugwart hat die Qualitäten eines britischen Defensivtrainers, glaube ich, oder? Ja, also wir haben gesagt, morgen machen wir was anderes, gell, ist ja Länderspielwoche, wir gehen so klettern. Und da habe ich gesagt, morgen geht klettern, wer lasst ihr vom Klaus sichern, hat keiner aufgezeigt. Also, weil der sichert die so, dann sagt er auch Bier und dann. Bogel, du hast jetzt wirklich eine lange Liste unterschiedlichster Clubs in deiner Vita stehen. Wie passt denn der LASK in diese ziemlich coole Vereinsliste, die du schon aufzuweisen hast? Ja, ich würde sagen, perfekt. Also ist ja der Traditionsverein, das ist immer das Beste, wenn man für einen Verein spielen kann, wo so viel Tradition dahinter steht, so viel Faninteresse und Herzblut, und das war für mich ja mitunter die Entscheidung, wieso ich jetzt gesagt habe, ich hänge nochmal was hinten dran. Und das Projekt hat mir taugt. Ich habe auch schon ein bisschen in der zweiten Liga in LASK verfolgt, wenn die Spiele gelaufen sind auf Sky, wenn ich halt die Möglichkeit hatte, weil ich auch natürlich über den Jürgen Werner, mit dem ich schon 10 Jahre länger zusammenarbeite, natürlich mich für das Projekt dann auch interessiert habe. Und ja, und es war dann auch so, dass die Gespräche im Sommer dann so waren, dass ich einfach den Eindruck hatte, dass auch alle, die jetzt da mit dem Projekt zu tun haben, sehr professionell arbeiten und eine Vision haben und aber wissen, wie sie da hinwollen. Und deswegen war das einfach im Gesamtpaket dann so ansprechend für mich, dass ich mir gedacht habe, ja, das ist nochmal eine super Möglichkeit für mich, in Österreich nochmal zu spielen, aber halt Teil von einem Projekt zu sein, das wirklich große Vision hat. Ich sicher werde dann nicht mehr dabei sein, wenn man dann die ganz großen Früchte ernten kann, aber ich werde trotzdem ein gutes Gefühl haben, ich habe zumindest meinen kleinen Teil dazu beitragen können, dass der LASK halt dann irgendwann mal auch wieder ganz vorne sein wird in Österreich, und das war einfach was mich dann fasziniert hat. Ich würde jetzt gar nicht ganz plump nach dem Karriereende fragen, das wäre jetzt viel zu einfach. Naja, du hast vorher schon angedeutet, so Sachen wie Ohio, Land und, ja, und schlechte Straßen und so, das, ja, taugt da gar nicht so. Und du hast vor ein paar Jahren in einem Zeitungsinterview, ich glaube es war mit der kleinen Zeitung, gesagt, die haben dich auch nach dem Karriereende gefragt, und du hast damals gesagt, du willst lieber bei LA Galaxy aufhören als in Ried. Ja. Gut, jetzt siehst du. Jetzt ist Linz natürlich nicht ganz LE, aber doch sehr, sehr weit über dem Dorf Ried anzusiedeln. kann man sagen, du bist am Ziel deiner fußballerischen Reise angelangt? Ja, also das ist auf jeden Fall so. Also, der LASK wird sicher meine letzte Station sein.
Und sicher mit 35 ist man wirklich schon ein Dinosaurier heutzutage. Muss ja, du, so der sagen. Hieblinger war mit 38, glaube ich, noch Kapitän. Das waren noch andere Zeiten. Ich sage heutzutage, da spielen 16-, 17-Jährige jetzt schon. Und sicher, es sind auch schon andere Ansprüche, natürlich immer laufintensiver. Und ich sage, im Moment fühle ich mich schon noch so, dass ich sage, ich kann noch mithalten. Aber ich will natürlich auch nicht jetzt dann noch da eine Belastung sein für den Verein. Und von daher werden wir dann halt schauen, wie es am Ende der Saison, wenn wir uns zusammensetzen und dann werden wir noch darüber sprechen, ob es vielleicht nochmal ein Jahr weitergeht oder nicht, aber ich will mich dann jetzt nicht festlegen und der Verein auch noch nicht. Und wie gesagt, auf jeden Fall kann ich ausschließen, dass ich noch irgendwo anders spielen werde, also wenn dann, jetzt dann wird der Last meine letzte Station dann sein. Eine Frage möchte ich nur anhängen, ihr habt beide sehr, sehr viel erlebt, habt mit den unterschiedlichsten Trainern zusammengearbeitet. Du hast dich schon kurz geäußert über den Olli. Wie seht ihr denn den Olli Glasner jetzt als jungen, modernen Trainer im Vergleich zu euren bisherigen Stationen? Hickersberger zum Beispiel. Ja, Hickersberger war sicher auch alte Schule und so. Ja, er war halt einfach an der Zeit und in seiner Zeit sicher sehr erfolgreich. Aber jetzt ist natürlich, der Fußball entwickelt sich so rasant weiter, was heute noch top ist, ist morgen schon wieder ganz von gestern, und ich sage, Oliver Glasner ist sicher ein Konzepttrainer, der das Konzept sieht man auch am Platz und so, und er war selber lange Profi, das heißt, er weiß, was halt dazu gehört, um auch Fußballspiele zu gewinnen, und er fordert das auch dann jeden Tag ein, dass man sich professionell verhaltet, also ist sicher top für einen Verein, so einen Trainer zu haben. Ist sicher so, dass das einzige Manko, was man vielleicht sagen kann, ist, dass er nicht so die große Erfahrung hat, aber wie soll er sie auch haben? Er ist noch ein sehr junger Trainer und ich denke, er macht wirklich einen super Job, auch mit dem Aufstieg. Man sieht jetzt auch dieses Jahr mit Ried oder wie auch immer, es ist nicht so einfach, dann wieder zurück in die Bundesliga zu kommen, und das hat er bravourös gemeistert. Und auch dieses Jahr sage ich, dass wir da jetzt am 5. Platz stehen als Aufsteiger. Ein Punkt hinterm 3. Ja, ich sage, das ist schon auch eine tolle Leistung, die der Trainer dann zu verantworten hat, und von daher können wir auf jeden Fall froh sein, dass er bei uns Trainer ist. James, deine Einschätzung zum Olli? Ja, ich sage, für mich persönlich ist es vielleicht das Beste, ja, sein Taktiker, wie sagst du, Tactical Knowledge? Ja. Taktisches Wissen. Ja. Es ist vielleicht das Beste, das ich gesehen, und nicht nur das, wie er das kommuniziert. Ich glaube, das ist auch eine Kunst, weil du kannst das wissen, was er will, aber um das zu kommunizieren, auch auf dem Trainingplatz umzusetzen, das ist nicht so einfach, glaube ich. Und Oliver macht das sehr, sehr gut. Ich sage, es ist nicht nur er, sondern das ganze Team, und dann nehme ich jetzt auch das ganze Team, der ganze Last, weil ich sage, was mir jetzt so taugt, weißt, wir haben jetzt vielleicht noch nicht die gleichen Möglichkeiten, wie vielleicht andere Vereine haben, aber wir machen das Maximum aus unseren Möglichkeiten. Und jeder, der kommt, der macht nicht einer so Dienst nach Vorschrift, sondern jeder macht das Maximum jeden Tag. Und da ist einmal so, dass der Klaus halt dann, wir machen selber unser Frühstück, wir machen selber unser Mittagessen, dann der Klaus, wir waschen selber ab, wir gehen selber einkaufen. Das machen andere Profis nicht. Mhm. Und auch die Vereine dahinter, so wie der Klaus, oder wir lachen dann oft natürlich über ihn, aber er... Nein, man lacht ja nicht über, nein, das darf man so nicht sagen, man lacht wirklich nie über den Klaus, sondern er ist einfach, glaube ich, schon ein bisschen die, auch für euch, doch in der Mannschaft ist er als Zeigwart so eine ganz wichtige Figur, der einfach immer für Spaß sorgt, der immer für Stimmen sorgt und der ein bisschen ein Gespür hat, wie es geht. So ist es, und der hat zum Beispiel ein ganzes, der hat so eine Ordnung, jeder hat seinen Spind, das hat alles geplant und passt immer alles, und ja, egal wer halt, im Sekretariat oder der Präsident, jeder macht halt den extra Meter, und das übertragt dann halt auch die Spieler auf den Trainer, und deswegen sind wir jetzt dann auch erfolgreicher als andere Mannschaften, die vielleicht bessere Bedingungen haben, aber die machen halt nichts draus. Ja, wenn ich über Austria Wien denke, was sie haben jetzt und in dieser Zeit gespielt, und wenn ich sehe, was LASK hat jetzt, das ist ein sehr großer Unterschied, was wir haben gemacht mit den Möglichkeiten, die wir haben. Das ist für mich, ja, unglaublich, es ist überragend. Ich glaube, man muss vor allem für die Leute in der Organisation, im Büro, einmal wirklich eine Lanze brechen, weil beim LASK gibt es, glaube ich, drei Leute, die im Büro wirklich arbeiten. Ja, jeder macht den gleichen alles. Job machen bei der Austria oder bei Rapid, 15 bis 20 Leute. Ja. Also die, ja, du darfst ruhig klatschen und Uli darf deine Liga. Das werden wir noch ausrichten.
Ich meine, das ist jetzt sehr gut Überleitung dann über Stadion, haben wir dann eher einen Experten da, aber jetzt ist natürlich wichtig, den nächsten Schritt dann zu machen. Und mit dem Stadion wird es natürlich ein Riesenschritt nach vorne werden, weil natürlich auch die finanziellen Möglichkeiten dann steigen. Und es gibt natürlich schon sehr viele Dinge, die man dann noch professioneller gestalten muss. Aber das geht halt im Moment. Also wir haben halt nicht das Personal, wir haben jetzt nicht die finanziellen Möglichkeiten. Aber wichtig ist halt das Bestreben, dass man halt irgendwann mal dahin kommen will und dass man eine Vision hat, dahin zu kommen. Und ich glaube, das stimmt alles. Und wenn alle weiter so Gas geben, dann wird sich der LASK halt langsam immer weiter nach oben arbeiten. Und ich denke, wenn man dann halt die annähernd gleichen Bedingungen schafft oder bessere Bedingungen als die anderen Vereine und weiter so die dann nutzt, dann denke ich, wird auch dann dem Erfolg nichts im Wege stehen. Und ich glaube, das Unterschied auch ist, bei LASK, jeder arbeitet für ein Ziel, jeder hat das gleiche Idee, aber bei den anderen Vereinen, so wie Austria Wien oder Rapid, ist das Gefühl, dass jeder hat andere Meinung, jeder hat andere Ideen und dann ist es einfach Chaos. Aber bei LASK, du merkst das, oder ich merke das, dass jeder hat das gleiche Idee und jeder hat das gleiche Ziel und jeder arbeitet für das. Aber das ist halt der Vorteil von, wenn alles noch ein bisschen kleiner ist. Ja. Und das wird dann die Gefahr, wenn nicht alles größer wird, wird natürlich dann kommen natürlich auch viel mehr Einflüsse und viel mehr Personen, die mitreden wollen und es mehr finanzielle Möglichkeiten, die Ansprüche steigen und dann ist halt wichtig, dass man sich auf das besinnt, was jetzt halt uns so stark macht, dass wir halt alle wie eine Einheit sind und wenn man das halt schafft, dass das so bleibt, auch wenn der Verein wächst, dann wird man Erfolg haben, wenn man halt dann das nicht schafft und es entstehen Gruppen und so, dann sieht man bei den anderen Vereinen, wie das eigentlich dann schädlich sein kann. Ne? So sollte man das jetzt eigentlich stehen lassen, können wir aber nicht, denn es gibt eine liebgewonnene Tradition, es gibt eine offene Runde jetzt dazu. Wer jetzt etwas wissen möchte, sollte sprechen oder für immer schweigen. Bitte gern. Wenn ich anfangen darf, du hast vorher schon, hast vorher schon angedeutet, dass du sehr traditionell fest sitzt, also du bist da schon, du nimmst das schon sehr wichtig. Wenn du jetzt aufhörst mit deiner Karriere als Fußballer, hast du da schon im Kopf, wirst du als Trainer oder so weitermachen oder und darf ich noch weiter schicken, wo siehst du dann danach dein Zuhause? Also kannst du dir das jetzt vorstellen, dass du mit deinen Traditionsvorstellungen, was du hast, eventuell beim LASK zu bleiben, beim Glasner oder in der Führung oder bist doch eher einer, der dann in Steiermark oder nach Wien... Nein, überhaupt nicht. Also ich würde natürlich gerne im Fußball bleiben, aber ich weiß natürlich, wenn meine Karriere aus ist, fange ich bei Null an. Ist nicht so, nur weil jemand ein guter Fußballer war, muss er kein guter Trainer sein oder was anderes. Ist schon klar, ist schon klar. Ich bin dazu bereit, dass ich halt, egal in welche Sparte ich dann reinrutschen werde, dass ich halt so wie ich meine Fußballkarriere angefangen habe, dann halt meine ganze Energie da reinstecke und mein Fleiß und meine Arbeit, dass ich halt dann mir auch wieder vielleicht sowas arbeiten kann und vielleicht so eine Karriere schaffen kann wie als Spieler. Und natürlich wäre das natürlich schön für mich, wenn es für mich mein Weg beim LASK weitergehen würde, weil ich jetzt natürlich als Spieler ein bisschen was dazu beitragen konnte. Und ich sage, meine Aufgabe hier ist ja nicht nur, dass ich sage, ich versuche jetzt jede Woche am Spielfeld 4 Tore schießen, sondern es ist halt auch so, dass ich bin ja hergekommen, dass ich halt die jungen Spieler unterstütze und dass die halt von Erfahrung profitieren, dass ich vielleicht das eine oder Mal auch den Trainer vielleicht an Input gebe, wo ich mir denke, mir fällt irgendwas auf, vielleicht wo oder so, keine Ahnung. Genau. Und sicher wäre es schön, wenn ich sage, okay, mein Fußballkarriere ist aus und dann findet man vielleicht was, wo man sagt, okay, ich kann weiter hier beim Verein bleiben, weil wie gesagt, ich sehr vom Verein angetan bin und auch von der Vision und ich das halt schön finden würde, wenn halt wirklich ein Traditionsverein wieder mal ganz vorn stehen kann in Österreich und nicht jetzt unbedingt der Verein, der halt aus viel Geld erschaffen worden ist. Ne? Das ist halt was mir... Das ist halt was mir ist, ich sag, man fängt mit Fußball an, Spaß, man denkt an das Geld. Und das darf man halt nicht vergessen. Und deswegen bin ich ein Fußball-Enthusiast, Fußball ist mein Leben. Und ich will halt weiter noch im Fußball bleiben. Und das wäre natürlich schön, wenn es dann so kommen würde. Super.
Ich glaube, dass das extrem lustig war mit einem Fredl Tata und dir gemeinsam. Als, nein, das meine ich aber jetzt ernst. Ja. Das ist nicht lustig, Mann. Wieso? Also naja, du hast durchaus eine erfrischende Art. Ich glaube, dass du als Spezialist da im Fernsehen durchaus Karriere machen könntest. Aber wenn ich mit Fredl Tata bin, dann bin ich da hübscher, nicht so wie jetzt bin ich nicht. Naja. Dann muss ich erst einmal eine neue Rolle. Ich hab das aber nicht lustig gemeint jetzt. Ich weiß nicht. Also ich sage, das ist natürlich auch was man immer sagen kann, macht so Fernsehen. Ich sage, so beim Verein zu arbeiten, das ist das halt so an der Basis, das würde man taugen. Sicher kann man im Fernsehen sich auch mal hinsetzen und da vielleicht was machen, aber das würde ich jetzt nicht als mein Hauptbestreben sehen. Und dann sage ich, ich sehe das auch schwierig. Ich sage, was mir taugt ist, wenn ich mir da sowas anschaue und dann wird. Ich bin halt dann in sowas ein bisschen ernst, das ist mein Beruf. Und dann will ich halt da jemanden sehen, der halt das halt ernst nimmt. Und wenn ich mir das oft dann bei uns halt anschaue, das ist immer 90% Spaß und 10% ja, ist dann vielleicht wieder ein bisschen über Taktik geredet und das meiste, was ich mir will, ist da ein blöder Spruch und das. Und das taugt man nicht. Also wenn ich mir dann andere Länder anschaue, was da für Experten im Fernsehen sind und wie die das aufbereiten und auch den Zuschauer ein bisschen taktisch das erklären, das taugt man. Aber so wie es bei uns ist, so kann man das nicht vorstellen. Das sehe ich mich nicht. Ich bin nicht so der Spaßmensch dann immer. Ich sehe das halt als sind Profis und dann sollten auch Profis als Experten sollten auch Profis sein und das professionell behandeln. Und ja, sicher, der Tata, der ist dann lustig und so, aber ich weiß nicht, das ist dann nicht so, was ich jetzt bespreche. Ja, so wie der Sammer. Ja, genau, der Sammer zum Beispiel, dann schaue ich jetzt Brilliant. Auf Eurosport oder so. Das ist top, das schaue ich mir an, das taugt mir. Okay. Aber dann bei uns oft, ja, das ist mir zu viel Spaß und das ist dann ein bisschen auch unfair den Spielern gegenüber, wenn das dann alles nur immer so als Spaß. Ich weiß halt nicht, ob es bei uns dann halt auch wirklich der Fan das will, vielleicht will bei uns der Fan halt eher dann nur Spaß, okay? Ich glaube, der Fan will beides. Will beides, ein bisschen Spaß. Ja, das wäre für mich deswegen, okay, aber deswegen, zur Zeit ist deswegen es könnte nicht Dream Team. Deswegen könnte man diese Kombination auch richtig gut vorstellen. Ja, im Moment ist es halt ein bisschen sehr auf der Spaßseite und das. Gibt es noch was von euch? Bitte, Christoph. Ja, vor zwei Tagen war vom LASK ein Interview mit Reini Ramftl. Und da ist darum gegangen, unter anderem auch die Frage, wenn ihr auch im Fanclub zuspürt, dass ihr nochmal Energie kriegt, einfach wirklich so einen Push kriegt. Weil ihr seid jetzt eher im defensiven Bereich. Erlebt ihr das auch so oder ist eher umgekehrt für euch so, wenn ihr wegspürt von uns, defensiv? Nein, man spielt sicher lieber auf seine Fans zu, also es ist für uns das Gleiche. Ich weiß nicht, das sind nicht so Sachen, die kann man oft nicht erklären. Man spürt sich vielleicht auch dann im Kopf ab, was man nicht so ergründen kann, aber es steht sicher außer Frage, dass wir unsere besten Halbzeiten immer spielen, wenn wir auf dem Fanblock zuspielen. Und ja, das ist einfach dann, auch letztens sind wir in der Halbzeit gesessen und dann haben wir gesagt, so, sicher, wir müssen zulegen. Ich war ein bisschen unglücklich natürlich mit dem Rückstand gleich so, das hat uns natürlich schon ein bisschen geschockt, haben wir ein bisschen gebraucht, aber in der Halbzeit sind wir dann gesessen und das erste, was wir gesagt haben, ja, jetzt spielen wir ja auf unsere Fans. Weißt, das ist einfach so, was jeder schon in sich drinnen hat und du hast recht, es macht einen Unterschied. Vielleicht sollte jetzt einmal da sitzen und einmal durch. Ich weiß nicht, ob sie das mit den Sicherheitsbehörden irgendwie vereinbaren lassen, ja. dass man Sektor wechselt in der Pause. Das wird eng. Irgendwas einfallen lassen. Letzte Chance. Tom, bitte. Achso, nein. Ich hoffe, es ist vorhin schon beantwortet worden. Du hast einen schlechten Platz. Wie kommt man in Australien, wo Australian Football, Rugby und solche Sachen populär sind, zum Fußball? Das ist einfach meine Mutter. Ich war aufgewachsen nicht mit meiner Mutter. Mein Papa ist aus Amerika gekommen und sie haben geschieden, wenn ich zwei war oder irgendwas. Und meine Mutter hat gesagt, dass Rugby und Australian Football, das ist zu gefährlich. Ich war der einzige Junge, dann habe ich Fußball gespielt.
Geld verwenden wegen das. Anders hätte ich vielleicht Australian Football oder Rugby gespielt. Gott sei Dank. Gott sei Dank hat deine Mutter noch nie die Fotos gesehen von dem Film. Ich muss sagen, ich hab mir das angeschaut, mir hat er ganz was anderes erzählt. Mir hat er gesagt, er war überall anders schlecht. Ich habe immer Segel zu finden. Gut, und so wie es immer ist, liegt die Wahrheit wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Bitte, wenn es nichts mehr gibt, dann seid ihr beide sofort entlassen. Wir haben noch einen Programmpunkt, einen ganz, ganz wichtigen. Am Wochenende, am kommenden, steigt das zweite Adi Salkic-Gedenkturnier. Darf ich Pascal Führer bitten? Pascal ist einer derjenigen, der das Ganze organisiert. Pascal, vielleicht kannst du uns kurz, beziehungsweise allen kurz erklären. Na, komm einfach da her, du bist gut im Licht. Kannst du vielleicht alle kurz erklären, was passiert da, worum geht es da? Also Adi Salkic war für die Fankultur beim LASK, also der hat die Fankultur geprägt. Er hat nur dazu auch den Meilenstein für die Ultrakultur gelegt bei uns in Linz. Kurz zum Turnier, gespielt wird im Beuerbach-Gymnasium in Urfa. Startet um 9 Uhr. Wir haben letztes Jahr einen Reinerlös von 3.700 Euro seiner Mutter übergeben können. Das ist dann halt für die Beerdigung, für den Grabstein und so weiter genutzt worden. Dieses Jahr haben wir uns überlegt, ist, wie die meisten wissen, der Daniel Eichinger verstorben, der hinterlässt zwei Kinder und die Frau. Und für uns war das selbstverständlich, dass wir den Erlös an die Familie weitergeben werden. Zahlreiches Erscheinen. Und ich möchte bitten, der Gregory mit dem Manuel Bogatetz und mit James Holland mit der Auslassung zu beginnen. Wir losen jetzt die Gruppen aus und da spielt dieser Kübel da eine riesengroße Rolle. Es wird am Samstag in zwei Gruppen gespielt und nicht so fad wie üblich die Gruppe A und die Gruppe B, sondern es gibt die Gruppe Bogatetz und die Gruppe Holland. Die zwei werden es jetzt auslosen und danach geht dieser Kübel im Kreis, also alle jene, die am Samstag nicht dabei sind können, die haben die einmalige Gelegenheit, da gleich was reinzuschmeißen und zu spenden. Ich habe gedacht, wenn wir schon so gemütlich beieinander sind, dann nutzen wir das hier aus. Wir kommen zur großen Auslosung, zur Ziehung. Ich darf die bitten, die erste Teilnehmer der Mannschaft in der Gruppe Pokertex zu ziehen. Was? Soll ich eine schon aus? Ja, klar. Und in die Kamera halten, weil wir sind nämlich gerade live auf Facebook, glaube ich. Ah, okay. Schauen wir da. Ascoma. Die erste Mannschaft in der Gruppe Holland. Ich hoffe, I hope I can read it. Landstraße. Die Organisatoren top gesetzt in der Gruppe Holland. Zweite Mannschaft in der Gruppe Bogatetz. 40-40. Zagas. Ketchers. Das ist die Mannschaft von Kiff, die so in erster Linie Käfigfußball und er ist ein bisschen so einer wie du in deiner Jugendzeit. Also mehr so ein Techniker. Linz City Group. Balletttänzer. So, weiter geht's in der Gruppe Pogatetz. Vikings Linz. Gruppe vom Verstorbenen, kann man nur dazu sagen. Ja, genau. Der Fanclub, bei dem der Linse Jungs. Das ist gut. Die Gruppe bis jetzt. Perfekt. Team 4060. 4060 als letzter Teilnehmer in der Gruppe Pogatetz. Und eine Mannschaft haben wir noch in der Gruppe Holland. Alles Linse. Oh, Bernd Linz. Bern und Linz. Wow. Freunde aus der Schweiz, das war's mit der Auslosung. Bitte genau. Noch mal kurz, wann und wo am Samstag? 9 Uhr, Feuerbach-Gymnasium in Urfa. Ihr seid alle herzlich eingeladen, unterstützt mir die Familie. Ich glaube, das ist, für das sind wir da als LASK-Familie und ja. So, noch einmal der Hinweis an alle, die Dose geht jetzt durch, damit auch all jene, die Gelegenheit haben, was hineinzuschmeißen, nicht dabei sind und dann die Frau fahren. Nicht vergessen. Überraschungseinschmeißen, oder?
Also ich wollte nur sagen, danke für die Einladung. Danke vielmals fürs Dabei. Herzlichen Dank für alle.